Filtern ist heute unser Thema. Ist doch schön, ne? Warte mal, ich hole mal meinen Freund dazu. Moment. Jetzt ist er wieder normal. Oh, warte mal, Lumi, ich muss dich nochmal wegnehmen. Ich muss das nochmal. Warte, da war es, ne? Das ist so schön. Wir reden ja heute über Filtern, ne? Ich finde so geil, guck mal. Diese Augen hier. Ja, Guck mal hier, die sind voll unter. Geil, oder? du hast gesagt, heute Thema Filter. Thema Filter. Habe ich doch Ja. gut erfüllt, oder nicht? Ja, ist ein cooler Filter. Blue Man Group heißen die, glaube ich, ne? Echt cool. Gab es auch So. das Lied aus den 90ern? Ja, gab es irgendwie. Zu schön. Ernie und Bert auf Droge. Ja, total geil, wie ich das gesehen habe mit diesen. Guckt euch das an hier, wie schön die Kringel haben. Das ist total. Super schön. So, warte, ich hole dich jetzt mit rein. Das ist so geil. Einen wunderschönen guten Abend an die Community. Hallo, heute mal, ich heute unentspannt. Ich muss heute ein bisschen mich bewegen. Lumi wieder altbewährt, schön auf dem Hockerchen. Katze in der Nähe irgendwo oder Mehr, heute nicht nur die Fotos hinter sind dir? draußen. Ja, Ah, genau, Fotos. sehr schön. Ja, wunderschönen guten Abend an die Community. Ich schau mal, wie viel haben wir denn schon auf der Linie 17, sagt's mir an. Ich gucke gleich mal durch, wer alles so da ist. Ich scroll nochmal nach oben. Albrief natürlich, hi. Chris Harty haut schon wieder ein Abo raus. Ist es schon wieder soweit? Echt? Der Monat ist schon wieder rum. Danke, lieber Chris. Bist eigentlich immer noch im Urlaub? Wen haben wir noch? Marco ist da. Hallo. Dann Jens Werner. Hallo. Guten Tag oder guten Abend. Tom55. Schuh ist da. Hazel Eyes, mein Mod. Hallo, Schatz. Bierkapitän84. Das kann ich auch hier so. Warte, so, ne? Ich kann das nur. Kann ich das mit beiden Händen? Ich weiß nicht. So richtige Nerds, die können das irgendwie, ne? So, und dann noch so auf und zuklappen. Lumi ist da. Hallo Lumi. Schön. Hi. Zweiter Mod ist da. Ja, Rainer Bruns, ein wunderschön. Hallo. Nemo Sven, hallo. Und dann haben wir den Daniel. Ich sage immer Daniel, ne? Das andere ist so Daniel Ro, ist immer so schwer auszusprechen. Dustin, hallo, lang nicht gelesen. Guten Abend. Schön, Schelmon hast du da. Dann haben wir Nautilus Aquaristik, sehe ich gerade. Der 1987, Chris 1987. Doppelt gemoppelt, hält besser. Solveig, einen wunderschönen guten Abend. Dann Marco hatten wir schon. Ich scroll mal weiter. Emotion 78, ein wunderschönen. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ray, mein Lieber, bist du gut nach Hause gekommen? Tag erstmal, schön, dass du bei mir warst. Wir haben uns ja mal live gesehen. Ich hoffe, der Kaffee schmeckt jetzt doppelt so schön aus den Tassen. Da hat er nämlich Tassen zugeschlagen. Eine Twitch-Tasse hat er noch bekommen. Diese hier ist ja so Sehr, eine sehr gut. Sonderedition gewesen. Hast du eigentlich so eine Lumine, ne? Nee, die habe ich nicht. Das ist ja so eine, ich muss mal hier hinhalten. So. Ja, alles gut. So eine mit bunten Bilderchen und so weiter. Ja, die ist schick. Schick auf jeden So, Fall. wen haben wir denn noch? Ich gucke mal. Michael Heller, hallo, guten Abend. Ruti 1986, schöne Grüße aus Ägypten. Sehr schön. Uwe Klausi ist wieder da. Cheert, wie viel bitte? 1001? Habe ich mich da gerade verguckt? Uwe, du Verrückter. Der wird langsam hier zum Twitch-König hier. 1001 Nacht Junge, Bits. Junge. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Noch gar nicht angefangen und da haut der schon wieder was raus. Du bist echt eine Marke. Der Uwe Klausi ist übrigens einer meiner Korallenzüchter, der immer mit zuschaut. Ich freue mich, dass er immer dabei ist. Und Was der züchtet der? ganz tolle Korallen macht er. Von allem etwas. Von SPS, LPS, Weichkorallen, alles eigentlich hat er. Und ganz tolle Steinkorallen auch immer. Danke, lieber Uwe. 1001, ey, du bist verrückt. Dankeschön. Die Tasse hat mein Mann. Ach ja, der hat die bunte. Ah ja, sehr schön. Gut zu Hause angekommen, Kaffee ist super, so muss das auch sein. Ja, ein wunderschön. Ja, heute mal wieder ein Basic-Stream. Wir gehen mal wieder so ein bisschen in die einfache Sprache. Letzte Woche hatten wir ja so ein bisschen außerplanmäßig den Zalik zu Gast gehabt. Wer von euch war dabei, Chat? Habt ihr euch das angeguckt letzte Woche? Da hatten wir ja Besuch aus Sri Lanka. Lumi hat nur kurz Hallo gesagt, ne? Du warst ja ein bisschen im Ja, Stress. busy, busy, Und ja, busy. sehr busy warst du. Aber mein Gott, es war halt notwendig, alles gut. Und ja, heute bist du wieder dabei. Ich freue mich sehr darüber. Und Genau. ich hoffe, genau, wir haben wieder ein bisschen Zeitverzögerung. Ich muss warten. Ich eins. Ja, Schatz ist immer dabei. Solveig war auch dabei. Ja, war ein lustiger Stream auf jeden Fall. Den werden wir auch nochmal bei YouTube, also nach und nach, so wie Lumi das schafft, werden die hochgeladen. Da können Sie auf YouTube nochmal anschauen. Aber das ist halt immer ein bisschen Arbeit. War sehr interessant, Rainer. Das freut mich, dass du da auch Spaß dran hattest. War, glaube ich, ein kurzweiliger Stream. Ich habe erst gedacht, naja, mal gucken, aber dann nochmal reingeschaut und war eigentlich ganz witzig. Leider nicht, war in Nürnberg. Ah, okay. Hoffentlich hat es sich gelohnt. Ich war ja nicht.
dort. Die Messe war ja gewesen, ne? Ja. Und ja, ich mache schon mal Werbung für nächste Woche. Müsst ihr unbedingt weitersagen. Wir haben nächste Woche, Lumi, du bist dabei, hoffe ich. Auf Weil jeden das Fall. wird ein ultimativer Stream. Ich sag's euch jetzt schon mal, denn ich werde morgen die Teaser vorbereiten. Nächste Woche haben wir ein geiles Thema. Da geht es ja so um Notfallkoffer. Und Notfallkoffer heißt einfach, was braucht man so zu Hause? Was kann dir eigentlich passieren mit deinem Aquarium? Was ne, geht da zur Sache? Was sollte ich immer zu Hause liegen haben? Das wird nächste Woche unser Thema. Und jetzt kommt der Hammer. Wir haben zu Besuch den Matthias Kraus und wer auf Facebook unterwegs ist, der kennt den, weil der hat ein Aquarium, da fällt dir alles aus der Hose. Lumi hat es ja eben schon gesehen. Den haben wir zu Gast und wir werden mit ihm in der Dreierkonferenz zusammen auf jeden Fall diesen Stream fahren und da seht ihr ein Aquarium, Leute. Ich sag euch, nehmt euch alles, was die Hosen festbindet, Hosenträger, alles Mögliche. Es ist Wahnsinn, was wir da zu sehen bekommen. Und da haben wir wieder ein lockeres Dreiergespann und das wird, glaube ich, richtig, richtig interessant. Wie gesagt, ich mache die Teaser und so bald fertig. Nächste Woche Mittwoch vormerken, Notfallkoffer, das Thema. Matthias Kraus zu Gast mit hoffentlich super geilen Videoaufnahmen aus diesem Aquarium. Ich glaube, wir müssen Sabberlätzchen alles mitnehmen. Es wird richtig, richtig krachig bunt. Also es ist schon Wahnsinn. Den haben wir halt zu Gast. Und ich hoffe mal, dass ihr reichlich dabei sein werdet. Ich sage, wir knacken die 100, wenn wir das bekannt machen. Das wird richtig super. Und, ach Leute, jetzt geht's hier. Wir haben noch gar nicht angefangen und da haut der Ray schon mal in 500 Bits raus. Dankeschön. Wahnsinn, ihr Verrückten. Dankeschön. Ja, ich bin gespannt, was er so ein bisschen dazu erklärt. Er hat schon gesagt im Vorgespräch, dass er ganz viel dazu erzählen kann, was man so als Notfallkoffer tatsächlich benötigt, was ihm so passiert ist. Und es ist Wahnsinn. Ja, genau, Enemy, der macht hauptsächlich Balling, glaube ich, oder komplett. Da wird er uns ein bisschen was zu sagen. Aber wie gesagt, Thema ist ja so ein Notfallkoffer, aber wir nehmen ihn halt einfach mit rein, weil ich denke, das wird mega interessant und für euch auch spannend, mal so ein Aquarium zu sehen. Und ich glaube, der war noch gar. Wir sind die Ersten, die mit ihm streamen. Und das Geile war, der hat richtig Bock drauf gehabt. Wir haben einmal telefoniert und er hat gesagt, ja, ich bin dabei, ich finde das Format toll, was ihr macht und ich komme auf jeden Fall dazu. Und da kriege ich schon Gänsehaut. Also es wird bestimmt richtig, richtig geil. So, jetzt fangen wir mit unserem eigentlichen Thema an. Ja, heute haben wir ja so Filtertechnik. Was kann man eigentlich so machen und so weiter? Ich habe ein paar Bildchen wieder vorbereitet, über die wir so ein bisschen schwatzen können. Was wir hier nicht haben auf unserer Einstellung ist auf jeden Fall der rote Pfeil, der fehlt uns hier. Wir haben ja heute die Nautilus-Einstellung gewählt. Mal gucken, ob wir den brauchen. Kannst du den notfalls gleich ein bisschen einbauen, Lumi? Ich kriege den Notfall hin, ja. Genau. Ich habe halt ein paar Fotos gemacht. Ihr werdet gleich ein paar alte Nauti-Discover-Aquarien sehen. Wir reden ja heute über Filtertechnik. Es gibt ja so viel total verschiedene Arten von Filterungen. Wir reden halt so ein bisschen über das, was so ein System-Aquarium ist. Ich weiß nicht, ob der Patrick schon anwesend ist. Der hat uns heute auf dem Discord, seid so nett, kommt auf den Discord, da können wir uns immer schon ein bisschen austauschen. Hat er uns ein paar Bilder zur Verfügung gestellt. Erstmal vielen Dank dafür. Auch vom Mervin war es, glaube ich, der ist auch noch nicht zu sehen. Und ich muss mal gucken, ich habe irgendwie so einen Raschelton. Bist du das oder bin ich das immer? Ich höre Das da, weiß ich nicht. ich höre immer so ein komische Geräusche. Ich sehe tote Menschen oder so. Also der ist noch nicht da. Ich guck mal gerade rein. Aber nee, ist noch nicht da. Mal sehen, ob Patrick kommt. Also erstmal vielen Dank auf jeden Fall, auch wenn ihr nicht da seid, für das Bildmaterial, was wir heute bekommen haben. Ja, was ihr hier so seht, deswegen habe ich mich hier mal so ein bisschen aufgebaut. Ich habe hier halt so ein paar Filter eingebaut. Wir reden auch mal so über Filtermedien und solche Sachen. Was ich euch zeigen werde, ist halt hier sowas. Was macht man damit eigentlich? Also gerade so für Einsteiger, wir haben ja gesagt, wir machen Basic. Sieht aus wie eine Bon. Eine Bong sage ich eigentlich immer. Pass mal auf, wir haben, glaube ich. Warte mal eben. Da, guck mal, das ist cool, ne? Jetzt ist der Lumi wieder unten rechts in der Ecke. Fein. Nicht schlecht. Dann könnt ihr das hier besser sehen, ne? Genau, eine Bong. Jo. Ich sage das immer zu diesen Salzgehaltmessern, Aerometer, ne? Eine Bong. Wo das rein soll, ne? Hallo Carola, na Wind. Ja, also wie gesagt, es gibt ja verschiedene Arten von Filtertechniken und lieber Chat, was habt ihr denn so? Könnt ihr mal reinschreiben, welche Art von Filterung ihr so benutzt oder habt ihr ein Technikbecken? Habt ihr. Hallo Patrick, danke nochmal für die Fotos heute, die kommen nachher zum Einsatz. Ja, habt ihr gar keinen Filter? Habt ihr einen Außenfilter? Mythen können wir so ein bisschen aufräumen heute. Gerade bei Außenfiltern ist das ja immer wieder so eine Diskussion. Funktionieren nicht. Funktionieren nicht, genau.
immer Kacke. Immer Kacke, Heute wird es sind immer fäkalisch. laut. Ja, immer laut auf jeden Fall. Ja, genau. Geht Immer, überhaupt nicht. nee, laut nicht, aber auf jeden Fall Nitratbombe. Immer Nitratbombe, immer ganz schlecht, immer übel. Ich zeige gleich noch mal ein bisschen was. Ich habe leider keine Bildchen gefunden von Außenfiltern. Was lachst Ich muss du? gerade über den Kommentar von Hazeleyes sehr schmunzeln. Ja. Wir haben ja beide das gleiche Becken und Technikabteil, Filterwatteabschäumer. Klingt so riesig, ist ja, Ja, nee, nicht. das ist geil Aber ist gemacht, da, ja. aber es ist ein sehr schönes Abteil. Also ich habe ja das gleiche Aquarium wie ihr, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, da mal Datenmaterial zusammenzusammeln, weil es das so ja nicht mehr gibt. Ein geiles Shirt, ne? Ja, eben gerade war es ein bisschen auf Droge. Das sah ja richtig cool aus. Auf jeden Fall, was soll ich sagen? Ja, also das ist eigentlich ganz gut gemacht, obwohl das ja so ein Hinterwandfilter ist. Und früher hat man gesagt, Hinterwandfilter, ich glaube, die Solveig hat ja auch so eins. Technikbeckenfilter, warte mal, jetzt schreiben die so schnell. Mit Filterwatte, Absorber voll mit Carbo und hat das denn? Okay, Technikbecken mit Filterwatte und Absorber voll mit Carbo von FM. Genau, da werden wir noch ein bisschen drüber reden. Bierkapitän, danke für dein Abo, mein Lieber. Im 14. Monat schon. Danke, danke für deine Treue und dass du immer wieder ein fettes Abo raushaust. Und das ist sogar kein, ist das ein Prime? Nee, ist ein echtes, ne? Hätte ich beinahe gesagt. Ein Dankeschön, lieber Bierkapitän. Ja, habe ich auch, genau. Zu den Themen. Also, wie gesagt, da hatte ich leider kein Bildmaterial, also nichts, was ich verwenden darf. Das kommt ja immer darauf an, man muss immer aufpassen, was nehmen wir da, was darf ich verwenden und so. Und da muss ich halt immer ein bisschen aufpassen. Und wenn wir gerade so, wenn ich so lese, Technikabteil, genau, habt ihr einen Rollamat zum Beispiel, den werde ich euch noch zeigen. Sollte man eventuell Silikarbon, erstmal Ihre kleine Welt, guten Tag, sollte man eventuell Silikarbon eher in einen solchen Multifilter nutzen oder reicht es auch in einen Filtersock ins Technikbecken? Genau, da kommen wir noch zu. Das heißt, die Fragen, klar, könnt ihr so reinstellen. Wir werden das so nach und nach, denke ich mal, ganz normal im Gespräch, werdet ihr merken, dass wir immer zu diesen Themen hinkommen, weil das natürlich immer sehr, sehr wichtig und interessant ist. Genau, Rollamat und so, da haben wir halt auch Bilder, ne? Ja, Lumi, wie war denn das bei dir? Ich mache dich mal wieder hier auf gleicher Ebene, auf jeden Fall. Warte mal. So. So. Ja, wie war denn das bei dir? Wir hatten ja das hingestellt und wie hast du es bei dir bestückt? Du hast ja hinten drin das Riesentechnikabteil bei deinem 48 Liter Aquarium. Genau, also vom Grundsatz her, ich fange noch mal ein Stück weiter vorne an einmal. Warum braucht man überhaupt Filter eigentlich, ne? Also das ist ja so für einen Einsteiger, ist das ja, ich mache jetzt einfach mal so einen Glaskasten, packe ein bisschen Wasser rein, hau ein paar Steine rein, ein bisschen Sand, damit schick aussieht, eine Lampe oben drauf, Heizung rein, Thema erledigt. Ja, denkt man ja so. Und also zumindest wenn man so ein Aquarium sieht, gerade wenn man in irgendeiner Arztpraxis ist, wo so ein geiles Aquarium steht, da sieht man ja immer nur das Aquarium an sich, aber was dahinter steht, eigentlich ja überhaupt nicht. Und von daher denke ich mal, ist es sinnvoll halt zu erwähnen an dieser Stelle, dass natürlich alle Lebewesen, wie Menschen und auch andere Lebewesen, auch Tiere, Fische, Korallen, was nicht alles, dass sie natürlich auch eben Sachen ausscheiden und Abfallprodukte erzeugen, Bakterien, die dann zwar umwandeln, aber irgendwann bleibt halt was übrig und das will ich natürlich irgendwie aus dem Wasser rausbekommen. Deshalb fange ich überhaupt erst an zu filtern. Ja, geil ist, also der Chat ist voll dabei. Erstmal cool, dass ihr so diskutiert auf jeden Fall. Also jetzt ohne mal Knoblauch. Das Ding hast du echt weg, davon mal abgesehen. Nee, es, also klar, man unterscheidet schon zwischen verschiedenen Filterungen und UVC gehört für mich auch zu einer Filterung natürlich. Das heißt, eine Filterung der Entkeimung letztendlich. Aber auch da müssen wir halt das Entkeimte irgendwie rausfischen und das macht man dann halt wieder über Material wie Filterwatte oder was auch immer, ne? Aber fangen wir halt mal so an, wie du sagst. Genau. Das heißt, wir versuchen ja im Meerwasser eigentlich biologisch-technisch gar nicht so viel zu filtern. Also zumindest nicht über die Filtereinheiten. Also deswegen ist ja zum Beispiel auch der Außenfilter so verpönt. Ja? Weil beim Außenfilter hast du ja, ich nehme mal eben das Teil hier, das ja hier. Ich muss mal gucken, wie ich es im Bild sehe. Hier seht ihr ja diesen Filter hier, halt da so. Und der hat ja verschiedene Kammern, der gute. Und im Süßwasser funktioniert halt die Filterung etwas anders als im Meerwasser. Ja?
im Süßwasser machen wir halt Biomassen rein, also Keramikröhrchen als Vorfilter, damit so Grobschmutz hängen bleibt. Und dann machen wir da Feinfilterung rein, wo wir Bakterien drin haben, die am besten Nitrat wegmachen sollen und all solche Sachen. So im Meerwasser funktioniert es aber nicht so gut. Und daher ist natürlich so ein konventioneller Außenfilter möglich, aber nur, wenn man ihn richtig benutzt. Also das heißt, wenn man ihn richtig einfüllt. Und das Beispiel hatten wir ja auch bei dir oder bei Sandra, dass ihr, oder ich ja auch, wir haben ja halt diese Rückwandfilterung hinten drin. Und da ist es halt so, da muss man auch eigentlich gut gucken, wie man sowas bestückt. Also wenn man da anfängt, halt Siporax oder so reinzuknallen, ich weiß nicht, ob du Siporax kennst. Keramikröhrchen kennst du ja, oder? Aus dem Süßwasser. Ja. So, die haben ja kaum eine Struktur. Also früher hat man gedacht, Keramikröhrchen zum Beispiel sind eine 1A-Bombe Filtermaterial. Ja. Das war eher das Gegenteil. Also man hat halt Grobschlamm und sowas damit abgefiltert und verhindert, dass, sage ich mal, die Bakterien, die im Süßwasser dann in den feineren Massen drin sind, zugemüllt werden. Deswegen hat man immer ein grobes Material genommen, damit die Bakterien, die eigentlichen, halt arbeiten können. Ja, damit diese Struktur am Leben bleibt. So. Und im Salzwasser, da haben wir eigentlich, das ist ja immer wieder unsere Diskussion mit lebenden Steinen oder künstlichen Gestein, wir haben eigentlich da die Filterung über die lebenden Steine. Ganz einfach. Und wir nutzen die mechanische Filterung einfach, wie wir gleich in den Bildern sehen werden, einfach mit, was weiß ich, Filterwatte, mit Rollermaten und all solchen Sachen, um einfach Schmutz rauszubekommen, der nachher vielleicht Phosphat, Nitrat, was auch immer uns bringen kann. Ja, von daher brauchen wir immer eine gute Feinfilterung vorab. Und bei dir ist ja auch, oder bei Hazel Eyes ist es so, wenn ihr Filterwatte benutzt, das ist wirklich wichtig. Also man kann die nehmen, aber ich sage halt immer, Leute, achtet drauf. Ich habe nämlich hier extra, warte, ich habe da mal was vorbereitet. Wir nehmen ja hier immer diese Kilopakete. Ja, und ganz oft wird der Fehler, also gerade bei Einsteigern, also wenn ihr halt Filterwatte benutzt, also erstmal muss man das Zeug auswaschen. Hast du das schon mal nicht ausgewaschen? Hast du schon mal versucht, wenn man das nicht auswäscht hier? Wie nicht auswäscht. Also, guck mal, da haben wir Muss schon. man die auswaschen? Ja! Warum? Also, warte mal, hier steht es irgendwo drauf. Alter, erst die. soll ich Salz schütteln. Ja. Jetzt soll ich die Watte auswaschen. Ja, unbedingt. Die verpilzt doch dann voll. Du musst die unbedingt vorher auswaschen, weil hier halt Stoffe drin sind. Stopp, stopp, stopp. Ja. Chat, wer von euch wäscht Watte aus? Ohne Witz, wer von euch wäscht Watte aus? Ich unterbreche dich jetzt. Ja, mach doch. Ja, Ich will die wissen. sind ja hier total am Schreiben. Ich krieg gar nicht mit, was die alles schreiben, aber ist egal. Hier, Berlin Gym, ich. Hazel Hazel als Eyes zählt ich. nicht. Hazel Eyes ist befangen. Die zählt nicht, ne? Die Nee, ist die ist befangen. befangen. Seit 2 Jahren nicht. Ich nicht. Ich nicht. Guck. Ich. Ach komm, geht fort, echt. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Ah, na klar. Ich stelle mich mit der Watte ins Waschbecken und wasche die aus. Ach, nee, geht nicht. Muss ich Osmosewasser nehmen. Nein, Stimmt nein, ja, kannst vergessen. Leitungswasser nehmen. Ja, Warmes, und was mit dem freies Leitungswasser. Silikat? Also, ich bitte dich. Das ist geil. Ja, das ist schön. Ja. Genau, hier Enemy sagt, der Abschäumer kocht sofort über, wenn man ihn nicht auswäscht. Genau, das ist ein so ein Phänomen. Ich muss mal eben auf die Packung gucken. Warte mal. Voll synthetische Filterwatte geeignet für mechanische und biologische Filterung in Süßwasser und Meerwasser. Simmec kann sowohl alleine als auch als Kombination mit allen anderen gebräuchlichen Filtermaterialien verwendet werden. Simmec vor der ersten Benutzung unbedingt unter warmem Wasser gut ausspülen. Anschließend durch mehrmaliges Auseinanderziehen gut auflockern, möglichst lose in den Filter einlegen. Eignet sich auch hervorragend zum gründlichen Reinigen von Aquarienscheiben. Das ist übrigens auch ein geiler Tipp, ja, das stimmt. Filterwatte, es gibt nichts Geileres als Filterwatte. Müsst ihr mal Ja. checken. Nach dem Auswaschen mit silikatreichem Wasser. aber da bleibt echt alles an Algen dran hängen, also Filterwatte, super gut geeignet zum Reinigen, ja. Also unbedingt sehr geil. Aber ihr müsst die unbedingt auswaschen. Lumi, du wäschst die Watte nicht aus, steht doch drauf. Ja, unbedingt. Hallo Frau Marientag. Genau, kommen wir zum Thema. Also, dieses kann man tatsächlich in Aquarien, also wie wir es nehmen. Lumi lernt jetzt, wir waschen die Watte vorher schön mit warmem Wasser aus. Und dann ist ganz wichtig, wenn ihr solche Watte nehmt, immer schön so auffluffen hier. Ja, als wenn ihr euch ein Bad machen wollt hier so. Also nicht zu fest, einfach so ein bisschen auffluffen, ganz locker reinlegen und dann nicht länger als 7 Tage bitte. Das denn.
ne, eine Woche, dann sollte die weg. Manchmal wechselt ich auch zweimal die Woche, weil Watte natürlich sehr fein ist. Und nehmt euch da richtig viel raus. Macht es nicht länger, weil dann wird es irgendwann biologisch und das wollen wir nicht. Wer liest schon die Bedienungsanleitung von Watte? Von Nein, Watte. aber es ist tatsächlich so, wenn du die so einbaust, Lumi, eigentlich hättest du merken müssen, dass dein Abschäumer überkocht. Wenn du das nicht gemerkt hast, ist es ein Schrottabschäumer. Da müssen wir nochmal gucken, ob Nee, wir einen anderen also finden. der geht schon hoch, aber ich habe das immer auf das Abschalten der Pumpe geschoben und dann steigt der Wasserspiegel an. Der ist sehr empfindlich auf schwankenden Wasserspiegel. Aber das kann natürlich auch sein, dass das gar nicht am Wasserspiegel liegt, sondern an der Watte. Weil ich habe die Pumpe immer nur aus zum Aquarium putzen. Okay. Namen, Ja, Vornamen, ich habe Adam. da auch so mehr, also nee, Märchen kann man nicht sagen, aber es gibt da noch so andere Dinge, über die wir mal reden müssen, wenn du teilweise Wechsel machst, ja. Mir ist da sowas zu Ohren gekommen. Da war irgendwas, das muss ich nochmal nachforschen. Auf jeden Fall Was hast du denn? jetzt, das weiß ich jetzt, ist ein anderes Thema, das werden wir nochmal besprechen. Das wird, irgendwas habe ich da gehört. Auf jeden Fall, Bestimmt, wie ich das Wasser einfülle. ja, mit Sicherheit auch. Ja, ist ja auch so ein schönes Thema eigentlich. Wie füllt man eigentlich richtig Wasser auf und so? Das ist für die Einsteiger echt manchmal so einfache Sachen sind da schon ganz lustig, ja. Also, was haben wir gelernt? Watte auf jeden Fall auswaschen. Immer nur als Vorfilter benutzen. Einmal die Woche bitte austauschen. Sehr, sehr, sehr wichtig. Und der Enemy, Roller. nein. Nein. Und dann, weil ja hier alle Rollermat erzählen. Rollermat zeige ich euch gleich mal. Warte mal, ich gehe mal eben ganz kurz in die Bilder rein. Ich bin völlig schockiert immer noch. So, das muss ich nicht mal kurz beiseite machen. So, ich muss mal eben so. Ja, wir fangen mal an hier. Hier seht ihr, Lumi, du siehst das auch, ne? Ja, ich sehe Auch wenn du das. schockiert bist. Ich sehe das. Auf jeden Fall ist es so. Ja, was soll ich sagen? Hier seht ihr noch ein Nauti Discover. Und ich klicke mal weiter. Der hat das, ich weiß immer nicht, warum das Kackding das nicht so ordnet, wie ich das will. Ja, da gibst du den Bildern schon Ich Zahlen und kann dir dann sagen, warum. ordnet der das nicht, der Komm Drecksack. her, ich helfe dir mal. Warte, Ich ich muss helfe dich dir. erst wegnehmen, sonst kommst du nicht dran. Ach so, Moment, okay. jetzt. Lass mich dir mal kurz helfen. Gucken rein. Ich habe die alle Ja. nummeriert mit 1, 2, 3 bis 12. 12 Ja, Bilder haben warte wir mal. drin. Wir machen das mal. Hallo? Ah, jetzt komme ich hier rechts nicht dran. Egal. Ich kann Hä? dich nochmal beiseite schieben, wenn du willst. Alles gut. Ich packe dich Ja, mal so hin, ja. dass du frei arbeiten kannst. Ja, sehr gut. Perfekt. So, pass mal auf. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich Wir brauchen auf jeden Fall die packe. Nautis, damit ihr das seht, weil die Nauti-Aquarien, die haben wir halt einfach mit Filterwatte vorgearbeitet. Wir sehen da auch noch ein Technikbecken dann. Jetzt muss ich dich da wieder wegnehmen, weil sonst sehe ich das andere Foto Nee. nicht. Ja, Guck nee, dir alles das. gut, alles gut, alles gut, alles So. gut. Lass mal kurz. Ja. Ich will einfach nur gerade hier kurz, dass ich hier schnell arbeiten kann und du einfach noch ein bisschen was erzählen kannst. Warte, jetzt muss ich dich da wieder wegnehmen. Der ist immer im Weg, der Lumi. So, ich mach dich jetzt mal hier unten hin. Das geht mir auf den Zimpel. Klausi, jetzt haut der hier wieder Abos raus gerade. Ich kann jetzt aber gerade nicht sehen, wie viele der da. Fünf. Fünfer, Fünfer, Du bist Fünfer. verrückt. Fauna Marien sogar ein Abo. Hallo, hallo. Mada 74, Emotion 78, Jens Werner 91, Rainer Bruns. Glückwunsch. Allen Stufe 1 Abo von unserem Uwe Klausi. Danke, Mann. Das ist natürlich eine schöne Ablenkung, gerade wenn der Lumi am Fummeln ist hier. Ja, Das ist, geh mal hoch, Büro 2, musst du gucken. Ja, nee, warte, alles gut, aber es ist eigentlich alles richtig. Ja, genau, aber er mischt es trotzdem. Richie, Richie, danke für die tollen Streams. Danke für 30 Bits, mein Lieber. Schön, dass du immer dabei bist und dass du Spaß hast. Ja, ich weiß nicht, warum der das so macht, der Bursche. Mach mal weiter. Da will ich eigentlich noch gar nicht hin. Ja. Genau, wir sind bei den Nautis noch. Genau, geh noch mal zurück. Das da? So, der Chat sieht das jetzt in groß oder wie? Nee, der sieht es jetzt. Jetzt sehen Sie es, ja. Also da könnt ihr sehen. Claude war kein Abonnent, nee, die Lusche. Weißt du, das sind Freunde, ne? Geschäftspartner und Freunde. Kein Abo hat er gehabt. Der weiß aber schon gar nicht, wie das geht. Nein, ist alles gut. Ja, vielen lieben Dank für die verschenkten Abos. Danke, danke. T könnt ihr nachher mal schön die Emojis testen. Ja, hier seht ihr jetzt also Nauti Discover. Das wollte ich einfach mal zeigen. Kann ich jetzt hier rumseppen, Lumi, oder? Ja, mach mal. Genau, da kommen wir später zu, da kommen wir zu, da. Tut mir leid, Leute, dass unser, ja, das nicht richtig geordnet hat. Ich wollte es eigentlich ein bisschen anders aufgebaut haben. Aber hier seht ihr halt diese Nauti Discover und da könnt ihr sehen, wir haben eine ganz einfache Filtertechnik gehabt.
Und hier seht ihr auch eins, da steht unten Bayern. Das ist übrigens das, wo ich eventuell Corona mitgeschleppt habe. Das habe ich anfangs Corona aufgebaut, dieses Aquarium. Die haben wir ja selber, das System habe ich mir selber ausgedacht gehabt. Und da haben wir unten ein ganz einfaches Technikbecken gehabt, das seht ihr gleich. Und ja, ist toll, ne? Oder? Der Schrank ist mega, oder? Das ist so schade, dass unser Aquarienbauer nicht mehr existent ist. Diese Aquarien wurden halt immer, immer beliebter. Und hier war es halt in weiß mit drei Türen. Das hatte 1,50 Meter, glaube ich. Das steht auch noch hier ein paar Kilometer von uns weg. Aber worauf ich hinaus will, das war das damals, was wir hier im Laden hatten, vorne im Eingang. Da habe ich es abgebaut. Das ist dann nach Göttingen gegangen. Auch vielen Dank für die Bilder, die da gleich kommen, an unseren lieben Holger, der, glaube ich, gerade in Norwegen ist. Nein, das sind keine Giesemann, Ritchie, das waren meine eigenen. Also die habe ich selber entwickelt mit jemandem von einer Firma, die leider insolvent gegangen ist. Die haben halt ja nicht davon gelebt, uns Aquarienanlagen zu bauen, sondern die haben davon gelebt, Ladengeschäfte einzurichten. Und ja, leider haben die es nicht überlebt. Und diese Firma hat aber für mich diese Aquarien gebaut. So, und das war halt hier das kleinste, 60, 60, 60. Und es war halt so, dass wir dort keinerlei Holzteile verwendet haben, bis auf das Dunkle, was ihr da hinten seht. Das war so eine Siebdruckplatte. Und das war eigentlich so das einzige Holzteil, was wir drin hatten, was man aber jederzeit austauschen konnte, wenn man ja da Probleme gehabt hätte. Ja, das war halt so einzigartig. Und ich jammer heute noch, dass wir das halt nicht mehr haben. Ich gehe nochmal zurück. Also hier seht ihr halt 1,20 Meter oder 1,30 Meter war das. Und ihr seht halt, wie geil sowas aussah. Das hatte halt Schiebetüren aus Glas, komplett Seitenteile aus Glas. Man konnte das alles austauschen. Wir hatten über 200 RAL-Farben, die ihr wählen konntet. Perfekt zur Einrichtung und so, ne? Also das war schon echt eine geile Scheiße. Und leider, wie gesagt, finde ich, da genau, lieber Chris, du hast ja auch eins. Du hast auch noch einen Nauti gekriegt. Chris Harty war auch einer der letzten, der so ein Nauti Discover bekommen hatte, aber es war wirklich super geil. Also ich heule da heute immer noch ein bisschen hinterher. So, und hier, jetzt brauche ich mal irgendwie, Lumi, kriegst du es hin, dass wir da mal jetzt so einen Pfeil reinkriegen? Ich weiß, ich Ei. verlange heute wieder viel von dir. Ei, überhaupt nicht schlimm. Damit ich euch so ein bisschen das Technikbecken erklären kann, damit wir halt einfach mal so über diese Dinge reden. Und wie gesagt, wir kommen dann Moment. auch noch zu den einzelnen Filterkomponenten, was ratsam wäre, wo eben die Frage kam, wo packe ich das Ganze rein, wie mache ich das am besten? Und da kommen wir auch gleich zu. So, Ja, und irgendwie, schön. wie gesagt, suchen wir halt, ja, ich hoffe, dass wir es irgendwann wieder gebacken kriegen, dass man dieses Aquarium aufleben kann. Hast du die Pläne denn noch? Ja, natürlich. Das Na, ist ja mein Konzept gewesen. Letztendlich hat man das dann halt noch, ne? Aber es ist heute sehr schwierig, sowas zu bauen, weil halt die Preise so hochgegangen sind, ne? Ach, da ist er. Guck mal, der Pfeil. Der Pfeil. Mal sehen, wie oft der uns heute wieder flöten geht. dort erscheint dann ein Pfeil. Genau, jetzt kann ich den So, nehmen, ne? jetzt darfst du, genau, du darfst ihn nehmen. So, lieber Chat. Den Pfeil könnt ihr alle sehen. Hallo, Agarus. Ja, das war super leise, genau. Im Megazoon Rostock steht auch noch ein Nauti Discover in Grau mit der Länge von 1,20. Genau. Also es war ja dann so, ich hatte das ja entwickelt, habe das unter meinem Namen Nauti Discover. Also die haben mich dann gefragt. Meinen Namen hatten wir damals mit einer Community uns entschieden. Und wir haben ja den Namen Nauti, der ist geschützt. Ne, habe ich mir ein paar Jahre schützen lassen. Und da kannst du halt dann, also unser geschützter Name ist Nauti Aquaristic Products. Damit können wir halt ja, alles drauf tackern, was wir eigentlich wollen. Also ein geschützter Name halt. Und das Nauti ist halt geschützt und dann gab es da halt einen Namen dahinter und so weiter. So, und genau, es war nicht sehr einfach aufgebaut. Wir haben hier hinten, wo ich jetzt mit dem Pfeil hier so seht ihr, da war halt der Ablaufschacht. Das sehen wir gleich noch ein bisschen besser. Hier war es halt beim Abbauen gewesen. Hier seht ihr noch die Tonnen und so weiter. Hier habe ich die Türen ausgebaut gehabt. Und wir hatten das dann so, was ihr hier seht, das ist halt der Osmolator, also die Osmose-Nachfüllkammer. Dann haben wir hier unten, hier seht ihr, habe ich so ein paar Markierungen gemacht. Das war halt damals das erste. Das hieß auch noch nicht Nauti Discover. Das hatte hier so ein viereckigen Emblem drauf und weiß gar nicht, wie es hieß, Nauti ATL, irgendwie sowas. So, und dann seht ihr hier, dieses Teil hier, das war unsere Vorkammer. Und hier haben wir tatsächlich alles reingemacht, was wir so benötigt haben, also sprich Filterkohle, Phosphatadsorber, solche Sachen, die konnte man halt hier in diese erste Kammer packen. Und dann haben wir hier oben einfach nur ganz locker mit der sogenannten Filterwatte abgedeckelt, so dass ihr dann halt
ja, eine gute Filterung hattet. Und Chris Harty, du machst das ja, kannst ja mal ein bisschen zu schreiben, wenn du willst. Du hast ja, glaube ich, das gleiche Technikbecken noch von der Art her. Kannst ja mal so ein bisschen erzählen, wie der Aufwand war. Also deswegen verstehe ich auch manchmal nicht, wenn wir jetzt zum Filtertechnik-Thema kommen. Hier zum Beispiel, dieses, was ihr hier seht, das ist ultra wichtig gewesen. Viele der Systeme haben denn hier, wenn man so ein Technikbecken halt selber irgendwie gemacht hat, dann haben die halt diese Scheibe, die ihr hier seht, nicht unten aufgesetzt, sondern die haben hier halt aufgehört und dann ging diese Scheibe von hier oben ab. Das heißt, das Wasser kommt hier runter und lief dann hier unten durch. Und wir haben tatsächlich so Tests damals gemacht und haben mit Farben geprüft, wie das Wasser eigentlich so lang läuft. Also das heißt tatsächlich, wir haben das über einen längeren Zeitraum beobachtet, wie das Ganze so abfiltert. Ja? Weil es ist halt wichtig, dass ihr so eine Art Zwangsdurchfilterung bekommt. Und das haben ja auch der Lumi und die Hazel Eyes genauso. Wir haben halt einen Zwangsdurchlauf geschaffen, auch bei diesen Nanobecken. Das hat Skims ganz gut gelöst gehabt. Und ne, wie Harti schon schreibt, ist ein ganz minimaler Aufwand mit ein bisschen Filterwatte und hallo Danny, 1001, 78 folgt uns. Vielen Dank für dein Follow. Das Wasser musste also hier aufsteigen. Wir haben also hier den Ablaufrohr gehabt. Dann haben wir hier einen Notüberlauf gehabt, wo das Wasser reinlief. Das seht ihr gleich wahrscheinlich noch. Und dann hatten wir hier einen Zwangsdurchlauf. Jetzt müssen wir eben gucken. Kriegen wir das Bild ein weiter, Lumi? Ja, kriegen wir Weil ich hin. gerade die Steuerung nicht sehe, wo wir es ein weitermachen können. So, ja, hier haben wir es dann. Hier hatte ich es wieder aufgestellt. Na, komm her. Hier seht ihr, das Aquarium war noch nicht oben drauf. Dann haben wir hier den Ausschnitt gehabt. Hier war also der Ablaufschacht. Das lief hier einfach runter. Hier wieder unsere Hauptkammer, die hier rüber lief. Das Wasser lief geräuschlos über diese Scheibe hier. Die muss man ab und zu mal ein bisschen sauber machen. Und dann habt ihr halt hier den Wasserstand. Ihr seht ja, ne, das hatte ich da abgebaut, hier wieder aufgebaut. Wir durften hier maximal 25 Zentimeter Wasserstand einfügen. Wir haben aber meistens so 17, 18 gehabt. Also je nachdem, was für ein Abschäumer ihr da drin habt. Und hier war halt unsere Nachfüllkammer. Und je größer das Aquarium natürlich wurde, umso mehr hatte man Nachfüllwasser oder hier halt dieser Bereich war halt dementsprechend groß, dass man genug Technik reingekriegt hat. Wir haben auch den Schrank zum Beispiel höher gemacht. Das ist auch wichtig, wenn ihr so ein Systemaquarium kauft oder so. Also auch für die Einsteiger, wenn ihr halt was sucht, achtet bitte darauf, dass die Schränke hoch genug sind, dass man da nicht nachher wie so ein kleiner Hobbit in den Dingen da rumkriechen muss. Ja? Da sich jedes Mal die Rübe kloppt oder so. Also ich glaube, wir haben den Schrank hier 80 gehabt und Normalstandard ist irgendwie 70 oder so. Also da müsst ihr halt immer ein bisschen gucken. Ne? So, warte, ich mach mal Nicht, ein dass es Bild aussieht weiter. wie bei Hänsel und Gretel, wo die Ja, Hexe im Ofen festhängt. genau, machen wir einen weiter. Achso, da musst du einfach auf die Show gehen und dann Ja, einen auf dir weiterklicken. schon, dann weiter, Okay, ja. ja. Hier könnt ihr das nochmal live sehen. Hier zum Beispiel, das war grenzwertig. Also das ist immer wichtig, wenn man hier so Filterwatte reinmacht, man packt niemals nie, egal was ihr irgendwo, haben wir ja eben am Anfang schon besprochen, man packt niemals nie das Ding voller mit Filterwatte. Nie volle Kanne. Es reicht wirklich eine geringe Menge Filterwatte, wenn man sie denn benutzt. Nur damit es halt so ein bisschen aufgefüllt wird, diese Folterkammer, wollte ich gerade sagen. Vorfilterkammer. Also nicht die Folterkammer, sondern die Vorfilterkammer. Also Den hier zum Koffer des Beispiel. Grauens in der Folterkammer. Ja, genau. Also hier hat er halt ein bisschen gut gemeint. So viel haben wir dann nie reingepackt. Deswegen war es immer wichtig, dass man das gut ausgewaschen hat vorher, damit da auch die Luft und so rauskommt und dass man es so ein bisschen gequetscht zwar reingemacht hat in diese Kammer, aber so, dass man unten drunter Platz hatte. So konntest du halt deine Würstchen mit Filterkohle und all solchen Sachen reinpacken. So, dann könnt ihr sehen, dann lief das hier halt rüber, hier halt durch. Genau, die sind halt Sicherheitsglas gewesen. Hier sieht man halt, hier hatten wir so eine Kunststoffplatte drin. Darauf war dann von außen die Scheibe gesetzt und so weiter. Hier oben könnt ihr sehen, so kleine weiße Kreise. Da musste man diese Schräubchen nur abmachen, dann konntest du das Seitenteil einfach rausdrücken und konntest im Betrieb zumindest immer eine Seite rausnehmen, wenn irgendwas ist, ne? Ich sag mal, Filterbecken kaputt oder so. Dann konntest du das seitlich rausziehen und ja. Das lief dann weiter. Man durfte nur nicht beide Seiten rausnehmen, weil dann fing der an, wie so ein Lämmerpopo zu wackeln. Ne? So, dann lief das hier rüber. Hier hinten das Rohr seht ihr, das ist der Notüberlauf gewesen. Ne? Wir haben hier zwei Bohrungen. So, und wenn jetzt hier irgendwas Kaka wäre, dann kann es hier halt ja einfach nochmal nicht, also kann da nicht überlaufen. Hier hinten war eine UV-Verbindung. Ne, das sind die Stecker, sehe ich gerade. Da irgendwo war eine UV noch verbaut. Und hier, wie gesagt, Nachfüllabteil. Ne? Also das ist schon, das war echt total simpel, diese Filterart und Weise.
Und es gab kein Nauti, was nicht funktioniert hat. Also simpel, oder, Lumi? Für dich so Sehr, als. sehr simpel, ja. Ja, total simpel. Das war auch das Ziel. Also dann jetzt nicht irgendwie 1000 Millionen Kammern zu machen, weil du siehst manchmal solche Technik-Aquarien, da hast du dann 1,89 Millionen Kammern da drin. Hier hinten hinter, also hinter dem Abschäumer, da war zum Beispiel die Förderpumpe. Ne, du musst ja das Wasser Ja. wieder hochbringen, damit das oben im Aquarium schön alles an Strömung und so gibt. Ich kann auch gerade gar nicht sehen, wo hier der. Ach, hier hinten. Da ist der Das Schlauch ist, so ein bisschen, ja, hier ne? kann man das sehen. Das geht hier nach oben, ja, durch diesen Hahn, den ihr hier seht. Da war es dann so, dass man den im Schacht so einstellen kann, dass der Ablauf völlig geräuschlos war. Also total simpel. Es war zwar am Anfang ein bisschen nervig, diesen Hebel hier zu benutzen, weil du hast den nur ein Müh bewegt, dann Da kannst gibt es konnte. übrigens einen Trick, ne? Zwei Hände nutzen. Ja, Habe genau. ich gelernt. Woher Beide weißt denn das? Hände. Woher weißt denn das? Das weiß doch jeder. Ja, Steht so doch wie man auf, steht doch Filterwatte auf, steht doch auf auswischt. dem Ventil drauf. Hast du es nicht gelesen? Bist ein Junkie, Alter. Nee, gerade nicht, Patrick. Membranventile hat man früher gesagt, oh, die sind so toll. Und ich war tausendmal froh, dass ich diese Dinger nicht verbaut habe in diesen Aquarien, weil wir reihenweise Kunden hatten, die mit Membranventilen alle durchgedreht sind, ja, weil ein Klick zu weit lief der Kack nicht mehr. Also das fügt sich dann schon ein. Also ich war froh, dass ich keine Membranventile benutzt habe. Das war echt übel. Refugium, ja, da kommen wir auch noch zu. 2 Stunden begrenzt heute, habe ich schon gesagt. Wir haben schon 40 Minuten, das schaffe ich doch im Leben wieder nicht. Also wie gesagt, ich war froh, dass ich diesen Kugelhahn hatte und wie der Lumi so sagt, ja, mit 2 Händen geht das ganz gut, muss man wirklich fein. Warum keine kleine Strömungspumpe benutzen für den Detritus in der Abschäumerkammer? Weil du das hier nicht brauchtest, weil die Filterwatte, die wir da eingebaut haben, wenn das so richtig war, dann hast du diese Kammer hier unten vielleicht einmal im Jahr ein bisschen abgesaugt. Heißt das Beat von nebenan? Ja, ne? Beat von nebenan? Ja, ne? Ja. Nee, brauchtest du tatsächlich nicht, weil, wie gesagt, wenn du die Filterwatte ordentlich reingepackt hast, dann habe ich das da unten einmal im Jahr mit dem Schlauch ein bisschen abgesaugt. Mehr war da nicht wirklich zustande gekommen. Und, genau, gute Kugeln sind am besten, so ist es. Auf jeden Fall, ja, wenn du es willst, kannst du machen. Ich habe jetzt da, also wir hatten da keine Notwendigkeit, ne? Weil das Vorfiltersystem so gut funktioniert hat, dass wir da halt wenig Dreck drin hatten. Es kommt dann natürlich auch mal ein bisschen drauf an, wie du die Abschäumer und das alles einbaust in so einen Schacht, ne? Da gibt es auch bestimmte Regeln, die man einhalten sollte. Was ich halt vermieden habe damals, waren diese komischen Kammern für die Pumpen, wo dann sagt, das ist die Pumpenkammer. Da musst du immer darauf achten, dass der Wasserstand richtig ist. So, und wenn dann die Nachfüllanlage im Arsch war, dann war auch diese Pumpenkammer im Arsch, ja? Also völlig haben wir nicht gemacht. So. Zumal reinbauen auch immer einfacher ist als rausbauen, ne? Also ich sage mal, eine Scheibe nochmal reinkleben später, wenn man sagt, man will das, ist ja immer noch einfacher. Ja, so hier kommen wir dann. Hier seht Der ihr, Technikeimer. das ist tatsächlich unser Aquarium, Lumi. Das ist unser Aquarium. Das steht hier ein paar Kilometer weiter von uns. Und da sehen wir jetzt, aber da habe ich leider kein Foto von dem Schacht gehabt. Also, das ist das Gims, was wir tatsächlich haben. Also, das ist das, was ich zu Hause stehen habe und das, was du in klein und Hazel Eyes in klein habt. Und hier seht ihr halt genau die Techniktonne. Die Techniktonne. Na, es war natürlich einfach eine Nachfüllanlage. Ich krieg mich nicht eine auf jetzt hier. Die Techniktonne. Es sieht aus wie ein Doch hier Außenfilter ohne gerade zu Deckel, deinen ja. Ernie und Bert. Ah, ich muss mir alles blau machen. Ah, zu schön. Also die Techniktonne. Ah, ich muss Luft kriegen. Oh Mann, das ist jedes Mal. Die Ich sehe den Folgesendung Chat schon verzögert wieder, die sich um heulen alle auf 3 Stunden. der Couch. Ah, ich wollte mal Luft kriegen. Könntet, wie knallrot du bist. 200 Bits. Danke, Sebastian. Ja, das darfst du auf keinen Fall auf YouTube hochladen. Dann denke ich auch, diese voll bescheuert.
Ah, Auf fuck jeden off. Fall. Also wir werden jedes Video auf YouTube hochladen. Ja. Vielleicht Ei, nicht in der vollen Länge, aber. ei. Ei, die Techniktonne. Oh, fuck. Das war natürlich nur eine Nachfüllkammer. Also das ist übrigens ganz wichtig, liebe Einsteiger, Fortgeschrittene und so weiter. Baut euch da, wenn es geht, immer eine Nachfüllanlage ein. Ja? Also das auch so zur Filtertechnik. Das hier war natürlich einfach, der hat hier einen fetten Oscar-Tonnen-Eimer genommen und hat hier sein Osmosewasser reingekracht und die Technik haben wir in dem Aquarium hier hinten drin. Aber wie gesagt, ich hatte da leider keine Fotos für, aber es ist ein richtig tolles Aquarium. Hallo Tom. Erste Nachricht des Zuschauers. Willkommen bei uns in der Community. Oh, jetzt müssen wir wieder Luft kriegen. Alter Falter. Ja, also hier seht ihr halt, also hier war die Technik hier oben drin und hat er hier, das war ganz am Anfang. Ich hatte leider keine Fotos mehr, wie das jetzt aussieht. Das ist aber ein super, super schönes Aquarium geworden. Also da kann man auch sehen, dass man halt mit so kleinen Aquarien auf jeden Fall was machen kann. Ne? So, jetzt gucke ich mal eben. Ich muss mal ganz kurz durchklicken, ihr Lieben, um einfach mal eben zu schauen. Ja. Also wir haben. Zack. Ich hoffe, müssen wir nochmal durchgucken. Da hatten wir ja noch mehr Bilder. Also erstmal danke an. Ist Mervin eigentlich auch da? Oder der Patrick alleine? Mervin Patrick, habe ich noch nicht gesehen was hast du heute. uns hier geschickt? Hier hast du uns geschickt ein Technikbecken. Das war von dir auch, ne? Das Riff ist die Tonne. Hier haben wir einen Roller Maat drin. Patrick, genau. Das war jetzt aber so ein selbst zusammengestelltes, oder? Ach, ich muss meine Augen hier, ich gehe kaputt. Das war wieder Highlight, ey. Mann, gut, dass der Chat uns nicht gesehen hat. Manche haben es gefordert, habe ich gesehen. Deine Freundin auch übrigens. Das Die sieht selber mich den gemacht. ganzen Tag. Ja. Siehst du, wären wir jetzt schon auf dem Discord, ne? Dann könnten wir Patrick einfach reinholen. Dann So, hätten das wir ihn müssen wir einfach unbedingt reinholen können. nachmachen. Ja, dann kann man nämlich. Ja, ich habe Pipi in den Augen. Dann kann man die Leute nämlich rein und da müssen wir echt dran arbeiten, lieber Louis, Ja, dass wir den auf jeden Discord auf Fall. die Kette kriegen. Also kommt in den Discord, liebe Leute, damit wir zum Beispiel jetzt. Dann könnte man den Patrick mit reinholen, dann kann er ein bisschen was erzählen. Also ich gucke mir das jetzt mal an hier. Ich steige mal eben mit meinem Gesicht ins Bild und versuche das mal mir anzuschauen. Ja, sieht man am Silikon. Hast du selber eingeklebt, ja? So, ich versuche das mal auseinanderzunehmen. Also der hat hier auf jeden Fall, muss der Ablauf sein. Ne? Hier haben wir den Rollermaten. Rollermat. Das ist auch, ist das Rollermat? Ja, ist einer, ne? Ich kann es nicht richtig erkennen. Der Lumi weiß bestimmt gar nicht, Alter, was reden die da? Was ist denn eigentlich ein Rollermat? Pass Das auf. ist das dieser Fließfilter, wo immer Ja, was genau. Ich zeige aufgewickelt euch wird? das Ja, mal eben. das Ich kenne. mache mal wieder uns ein. Hey, hallo. Ich kann schon wieder gucken. Rollermat ist doch für die Faulen, die die Watte nicht waschen wollen. Ja, genau. Ich muss mal eben gucken. Habe ich das? Ah, hier. Hier. JBL hat mal so ein Teil rausgebracht. Simmec Mikro. So, und Rollermat kompakt. Genau, ich habe noch den alten von denen. So, hier. Das ist zum Naseputzen. Nein, das ist natürlich. Also, das ist so ein Vlies hier. Das könnt ihr sehen. Also, sprich, wir gehen da gleich nochmal zum Rollermaten hin hier. Das ist so das Material, was so ein Rollermat hat. Halt so ein Vlies. Der Fauna weiß bestimmt den richtigen Namen, wie das heißt. Poly, hast du nicht gesehen? Warte mal, ich bin doof, ich kann es auch lesen. Dichtes Vlies, Kunstfaser, mikrofeine Trübung, steht auch nicht drauf, was es ist. Aber der Claude, der weiß bestimmt, wie das heißt, ne? Einwegfiltermatte. Also das war tatsächlich die ersten, das waren die ersten Rollermaten, die ich so gesehen habe mit diesem Tuch. Und die hast du tatsächlich zugeschnitten, so wie dein Außenfilter war, ja? Wenn du so eine Kaskade da drin hattest vom Außenfilter, hast das drüber gelegt, hast das genauso ausgeschnitten, hast es eingebaut und dann konnte der halt nicht länger als 24 Stunden konnte das Tuch hier drin lassen. Also wenn du halt grünes Wasser hattest oder so und du hast es in diesen Außenfilter gepackt, dann war das echt nach 12 Stunden klar. Aber der Filter hat auch sowas von laut gekrächzt. Das war Hardcore. Simmec Mikro im Süßwasser innerhalb von 24 Stunden dicht, genau. Im Meerwasser sogar 12, haben wir dann festgestellt. Das war echt Hardcore. Mein letztes Überbleibsel hatten wir tatsächlich mal im Sortiment. Wurde auch tatsächlich benutzt, weil da gab es noch keine Rollermaten. So, und beim Rollermaten müsst ihr euch vorstellen, habt ihr das Ding dann halt so aufgewickelt auf einer Rolle hier, das saubere. Dann muss das Wasser da durchlaufen.
wird halt gefiltert und jeder Rollermat, oder zumindest kenne ich es so, hat halt so seinen eigenen Wasserstand, also so eine Kiste, die man ins Technikbecken stellt. Wasser kommt runter, läuft durch dieses Vlies und da gibt es ja verschiedene Versionen von. Ich habe jetzt hier einen, der läuft mit dem Motor, das heißt, in dieser Kiste, wo dieses Papier ist, ist halt ein Wasserstand und wenn der steigt, das Papier ist voll, dann dreht er die Rolle weiter. Wasser ist wie, also das Wasser läuft wieder durch und so geht das immer rauf und runter und der rollt halt so lange, bis halt die Nachfüllrolle da alle ist und dann musst du halt eine neue draufpacken. So, das Coole ist hier, für die, die sowas machen in ihrem System, man hat halt nachher kaum noch Nitrat und sowas. Also das zieht wirklich alles weg und ich habe auch in meinem Technikbecken kaum so Mulmecken und sowas. Ne? Und diese Mulmecken, die musst du halt immer also darauf achten, dass das nicht zu viel wird. Das ist bei dir übrigens auch so in deinem Aquarium, auch bei Hazeleyes. Die schimpfte mal schon, die sagte mal, ey, wir müssen mal hinten das Technikbecken absaugen, weil irgendwann hast du halt so viel Sediment und sowas hinten drin in diesen Kammern und dann solltest du das halt einmal alle halbe Jahre, also einfach mal reingucken hinten in den Schacht und dann kann man es halt absaugen. Und hier hast du halt diesen Vlies und ganz, ganz wenig nur noch solchen Scheiß in deinem Aquarium da letztendlich, ne? Ich muss mal im Chat weitermachen, der irgendwie stehen geblieben ist. So. Und gibt es einen Rollermat, der ins Amato 250 passt? Habt ihr schon oft überlegt. Bestimmt gibt es das. Ich bin bei den Rollermaten leider nicht ganz up to date im Moment. Wir haben sonst auch die von Teiling genommen. Teiling ist aber selber, glaube ich, nicht mehr da. Wird halt irgendwie vertrieben. Aber kann ich mich kümmern? Also wir haben jemanden, der die auf jeden Fall anbietet. Und da könnten wir einfach mal zusammen schauen, was passt. Und dann kann ich dir auch so einen Rollermaten bestellen. Das ist kein Problem. Da gibt es halt verschiedene Firmen. Wir haben den von Teiling im Sortiment auf jeden Fall. Haben wir nicht im Schacht. Im Schacht. Habe ich nicht im Shop. Ey, heute ist echt geil, ne? Von Folterkammern bis Schacht, alles dabei. Die Schachtglashaus. Teiling gibt's noch. Ja, ich weiß. Wir kriegen es über Aqua United Vertrieb auf jeden Fall. Die Schachtglasrosen freuen sich auch. Ja, wenn zu viel Zeug da kommt. Erstmal danke, lieber Tom, für dein Stufe 1-Abo. Vielen lieben Dank. Ja, wie gesagt, also das ist so Fließfilter halt, ne? Kannst du aber nicht irgendwie so, also sollte man jetzt nicht da in sein Technikbecken machen, so bei euch jetzt nicht so schick halt einfach, oder? Ja, passt nicht, ne? Nee, genau. Jetzt gucken wir mal wieder. Ich gehe mal wieder eben Als auf die. UI Edition. So, warte mal. Wo muss ich hin? ICP? Nein, das war falsch. Achso, ICP übrigens. Claude, du bist ja da. Wo bin ich denn jetzt hier? Pause da. Hat geklappt. Also, wenn ihr neuerdings bei Fauna Marine die ICPs anklickt auf den Berater, kriegen wir die direkt hier drauf. Nicht wundern, dass ich mich nicht melde, sondern ich sammle die. Die sind hier in einem Ordner. Wenn ihr von mir was wissen möchtet, müsstet ihr mir nicht natürlich anschreiben. Ich weiß, Solveig habe ich heute eine bekommen. Und ich weiß nicht, wer noch dabei war. Hazel Eyes habe ich auch eine bekommen. Also, das funktioniert. Ihr könnt also, wenn ihr die ICPs habt, euren Fachberater raussuchen und dann kriege ich die direkt hier zu mir geschickt. So, wie kriege ich den Pfeil wieder? Der ist weg. Ich habe ja gesagt, wir verlieren den Pfeil immer mal wieder. Ist überhaupt nicht schlimm. Wenn ich umschalte, dann Kein Problem. verpieselt der sich immer. Kein Problem. Musste wieder suchen. Oh, jetzt habe ich es gelöscht. Ja, Naja, genau, du egal. hast es gelöscht. Ich habe es gerade gesehen. Pfupp, war es weg. Sehr schön. Johnny hat Ja. übernommen. Ja, tolle Nachricht. Ich bin begeistert nicht. Zzt, So, zzt. ja, So. Patrick, du bist gefragt. Du hast uns das Bild heute geschickt. Also, wie ist denn das hier konzipiert? Hier haben wir auf jeden Fall den Rollermaten. Der Pfeil steckt in der Techniktonne. Ja, nicht nur Oskar. So, also hat er hier auf jeden Fall, hier ist das Wasser runter. Dann weiß ich natürlich nicht, das läuft denn hier rüber oder was? Und dann dadurch und dann da und dann da. Und dann läuft es hier wieder rüber, dann da und dann da und dann da. Warum auch immer. Patrick, sag doch mal, warum habt ihr hier diese heißen Scheiben eingeklebt? Soll das irgendwie Damit es leiser ist wahrscheinlich. verhindern, damit Bläschen da reinkommen? Oder was war der Sinn dieser Geschichte? Ja, ich frage das immer mal gerne mal nach, weil es gibt so viele sinnlose Kammern, die man da kleben kann, lieber Lumi. Dass man eher nachteilig arbeitet. Also ich könnte mir zum Beispiel hier vorstellen, wenn da was durchgeht durch einen Rollermat, weil du kriegst es nicht 100% weg, dass man da in der Mitte dann doch schon ein bisschen Dreck rumliegen hätte. Ne, wenn man so guckt, wie das da läuft, oder? Ja, wobei es ja unten offen, ne? Ja, Also. er lässt das hier so rüberlaufen. Aber hier ist ja der Entscheidende, halt, da ist der Fall. Hier ist ja das entscheidende Teil. Ne? Der hier muss eigentlich diesen ganzen Müll wegmachen.
Ja. Dann verstehe ich halt diese Kammer nicht, weil normalerweise brauchst du das nicht, weil der macht ja den Hauptjob. Das Wasser kann frei laufen, der Abschäumer kann das Wasser ziehen. Er hat dann noch genug Plätze für andere Dinge. Das hier, warte mal, ich will mal gucken, damit ich den Fluss regeln kann und nirgends was vorbeigeht. Aha. Okay. Also ich hätte das halt, das weg, 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 weg. Weil wenn du das Ding hast, der filtert ja schon 99%. Halt durch. Hallo Sylt. Sind die Tierchen angekommen? Ich hoffe, wenn du der Sylt bist. Ich hätte die Scheiben als S eingeklebt. Bist du Aquariumbauer? Biet von nebenan? Ich muss ja mal fragen. Über den ganzen Pseudonamen weiß man immer nicht, wer dahinter steckt, ne? Als S eingeklebt? Verstehe ich nicht. Nee, ich auch Was ist nicht. denn? Ingo, ich habe gar keinen Filter. Alles super geklappt, Dankeschön. Dann haben meine Tierchen eine Unternehmensreise auf die Insel Sylt begonnen. Oder sind angekommen. Sehr schön. Freut mich. Ja, also wie gesagt, ich selber hätte es so nicht gebaut, aber der Patrick scheint da irgendwie Hintergedanke zu haben. Muss man nochmal ausklamüsern. Und ich denke, das ist auch mal wieder so ein Thema, wo man nochmal einen Stream von machen kann. Ich habe erst gedacht, boah, eigentlich ein Kackthema, aber es war ja doch schon ganz lustig. Ah, doch, ich glaube, ich weiß, was der Sinn ist. Und zwar drückt's dir das Wasser nicht wieder rüber in die Filterkammer, oder? Weil es runterläuft. Also Wellengang quasi läuft nicht nach links und rechts wieder weg. Naja, ich weiß jetzt nicht, wo hier das. Ich glaube, warte mal, Pfeil. Ich glaube, hier kommt das Wasser dann raus irgendwie. Aber, ja, wie gesagt, also ich habe auch so einen Rollermatten bei mir drin und da habe ich keinerlei Kammern. Also das heißt, der steht hier einfach auf dem Fuß. Hier wird abgefiltert. Dann haben wir hier so einen. Dann gibt es einen Notüberlauf, Hauptablauf. Und heute Guinness Buch der Rekorde im Verplappern. Ey, total geil. Nö, nö, Marc, kein Aquabauer. So wie ein Fluss fließt halt. Ah ja. So, ich würde das Wasser dann halt hier zum Abschäumer führen, damit halt die Reste weggeschäumt werden, sag ich mal, ne? Und dann geht's dann halt in die Pumpe. Ja, der Wasserstand hier müsste auch immer gleich sein, oder? Und er braucht halt auf jeden Fall eine Nachfüllanlage, damit halt überhaupt der Wasserstand in diesem ganzen Teil dann immer auf einem Niveau bleibt. Also Nachfüllanlagen sind echt wichtig für ein Technikbecken. Das zeige ich mal eben ganz kurz. Ich hole das mal eben, so eine Nachfüllanlage, damit man das auch mal sieht. Lumi, du hast ja auch eine, ne? Ja. Ich hole jetzt mal die, die du und ich haben, obwohl mich die ein bisschen nervt, weil sie halt von der. Die ist nicht ganz so genau, ne? Also sie braucht immer ein bisschen so. Hallo Ja, sie hat Lumi. so eine Schwankung von irgendwie Ja, genau. anderthalb Zentimetern, glaube ich, ne? Ja, also ich sage immer, wenn ihr Technikbecken habt, auf jeden Fall wichtig, dass ihr so Nachfüllautomatik habt. Hier haben wir jetzt eine, die kriegen wir von Aqualite. Das ist halt eine ganz einfache mit so einem Fotosensor halt hier. Und der misst dann halt den Wasserstand ab. Der ist nicht ganz hundertprozentig genau. Muss ich manchmal ein bisschen fein nachjustieren. Solbakken hat den, glaube ich, auch. Und bei kleinen Becken, klar, da gehen auch die von Fauna zum Beispiel. Die habe ich jetzt erst nachbestellt. Die sind verkauft worden. Hätte ich euch nochmal zeigen können. Hast du den eigentlich auch, Lumi? Den was? Den Flaschennachfüller? Nee, du hast ja Nee, den. Den, ne? ich habe Den hast du den. ja. Ich habe von Anfang an den genommen Eselice und hat die bin Flasche sehr umgeworfen. zufrieden damit tatsächlich. Also Ja. klar, es schwankt ein bisschen, aber. Hier halt als Tipp, also für Einsteiger immer bitte Nachfüllautomatik nehmen, weil Wasserstände sind unwahrscheinlich wichtig, gerade wenn ihr ein Technikbecken habt. Weil Technikbecken regelt ihr immer von unten, nicht von oben. Oben habt ihr den Wasserstand ja immer gleich und unten verdunstet das dann, senkt sich ab und daher immer eine Nachfüllautomatik immer zu empfehlen. Egal wo Technikbecken nach, ob es hinten in der Kammer ist oder unten drunter, wie auch immer. Selbst beim Außenfilter hatte ich auch immer Nachfüller dran. Weil, wie gesagt, Wasserverdunstung ist echt kritisch für manche Aquarien und da bitte drauf aufpassen. Ganz, ganz wichtig als Tipp, ne? Am liebsten habe ich die TB mit maximal zwei Scheiben drin. Genau, so habe ich das ja auch. Bei Nano eine schöne Rumflasche. Ja, da kannst du draufballern, was du dann willst. Wie gesagt, wir haben vom Klot, also von Fauna, haben wir halt diese Flaschenmethoden. Was auf dem, wie heißt das Prinzip eigentlich hier, Lumi, du bist gefragt. Da gibt es auch einen Namen für dieses Prinzip. Wer weiß das? Wer weiß das? Weißt du auch nicht? Mir fällt es gerade Nee. nicht ein. Also hast halt zwei Schläuche dran. Wenn der Luft zieht, dann fängt er halt an nachzugluckern und so weiter und so weiter. So, dann gucken wir mal da. Warte mal. Wo waren wir? Ich muss immer rumgucken. Durch die Extrakammer für die RFP hast in der Abschäumerkammer keine Schwankungen. Okay.
Ja, wie gesagt, ich habe auch immer zwei Scheiben maximal da drin, ne? Aber okay, so. Jetzt gehen wir mal einen weiter. Ah, hier hast du das gleiche nochmal aus einer anderen Perspektive, oder? Der Pfeil ist schon wieder weg. Ach nee, da ist er. Das sieht jetzt, ist das das gleiche, was wir eben hatten? Ja, ne? Sieht zumindest so aus. Ein Man bisschen erkennt es weiter an der, weg, ein bisschen weiter man draußen. erkennt es an der Klebe. Ja, 20 bis, ja, Verdunstung, das darf man echt nicht unterschätzen, liebe Leute. Nachfüllautomatik macht Sinn, die mit einer Zeitschaltuhr zu verbinden. Meine schaltet einmal die Stunde für eine Minute ein. Genau, das kann man halt auspegeln. Manche machen es über Zeitschaltuhren, ihr müsst aber darauf achten, dass es auch Pumpen sind, die das vertragen. Gibt auch welche, die finden das nicht so toll, wenn man die ständig an- ausschaltet. In diesem Sinne, Zeitschaltuhr, klack, klack, klack. Bei den elektronischen, die starten halt etwas sanfter. Und wie soll ich sagen, leben dadurch ein bisschen länger. Also ich habe in meinem kleinen Becken so circa 2 Liter pro Woche. Was? So wenig? Ja. Hazeleyes, was machen wir falsch? Ich Also ich haue da habe. locker 5 Liter durch. Hast du die Scheibe noch Nee. drauf? Nachts ja, tagsüber nicht. 2 Liter in der Woche? Ja, Der säuft also. das Hazeleyes Aquarium am Tag. Also dieses Dings. Ich habe das ja, den Nachfüllbehälter bei mir ist ja so eine Cornflakes-Dose. Ja. Das funktioniert tatsächlich sehr Ach gut stimmt, du und hast ja Cornflakes umgebaut, ne? genau, Ist ja. so ein Cornflakes-Teil. Und das funktioniert sehr gut. Vielleicht gehen auch 3 Liter rein, das kann auch sein. Also Ja. einmal in der Woche auf jeden Fall. Lumi heizt nicht. Voll. Voll? Hast eine Heizung drin? Ja, klar, Heizung Hast du. ist drin, aber jetzt ist sie im Moment aus, weil es ist zu warm. Guck mal, jetzt, Ich jetzt brauche sie jammern sie. nicht. 50 Liter hat Ingo, Bierkapitän 30. Was heulst du denn da? Ist doch gut. Ist doch alles gut. Gut, also hier hat das Ist ja auch gut fertig. fürs Raumklima, ne? Ja, das auf jeden Fall. Das merke ich halt auch. Ne? Das ist echt gut. Hier hat er das hochgebaut mit einem Lichtraster. Licht, ja. Ich habe auch nicht mehr als 4 Liter bei Solveig. Okay. Ich habe 60 Liter in 2 Wochen, was verdunstet. Okay. Bei mir etwa 10 Liter Woche bei 250 Liter. Ja, da geht ganz schön was durch, ne? Für meinen damaligen Dupla Cube habe ich mir eine Abdeckung für die Rückkammer gedruckt und man hat durch so gut wie keine Verdunstung, okay? Ja, Drucker geht echt viel, ne? Das ist natürlich auch eine gute Idee, ne? Ja. Dupla Cube, hast du den auch gehabt, ja? Welchen hast du denn gehabt? Berlin Gym, den 80er oder den kleinen? Ich weiß gar nicht, was da Neues gibt. Ich müsste echt mal gucken. Also auf jeden Fall hier hat er es hochgebaut, das Ganze. Den 50er, also das, was Lumi und Hazeleyes haben. Hier sieht man es dann nochmal besser. Hier hat er dann, das scheint der Notablauf zu sein, ne, oder? Ich muss mal genau gucken. Hier geht das Wasser rein in den Rollermaten. Hier Da sieht geht's man rein, das ist dann nochmal das zweite die Rohr. noch leere Rolle. Also das ist dann die, die das aufwickelt. Wahrscheinlich das Dreckzeugs. Geht hier runter, da rein, gefiltert. Was ich jetzt gerade nicht sehe, ist, wo der Ausgang vom Rollermat ist. Keine Ahnung. Hier der Notablauf auf jeden Fall. Ja, okay. Hier oben hier. Wow, Technik. Hauptsache es leuchtet und blinkt hier überall. Oh, bam. Bam, bam. Und die Rollen, die kommen dann hinterher weg bei dem Rollermaten. Genau, der Das rollt ist die dann. halt. Also wenn jetzt hier das volle ist, also da hinten das dunkle, das volle ist, dann rollt er das halt nach auf diese hier. Und dann, wenn das komplett abgerollt ist, nimmst du das raus, schmeißt die Rolle halt weg und fädelst eine neue auf. Ziemlich simpel gemacht. Es gibt halt elektronische davon und es gibt halt auch so wasserfallgesteuerte, nenne ich das jetzt mal. Also im Süßwasser, im Teich haben die auch mal eine Mode gehabt, aber da kostete so ein Ding dann so 2.500 €, gerade für Koi-Teiche und so. Gab so mit 7, die man auswaschen konnte. Und das Vlies an sich, das haust du dann halt in eine Tonne nachher, ne? Wenn das dann voll ist. Also bei den ersten Rollermaten weiß ich noch, da war ein Deckel drauf. Also das war ja. Der steht ja irgendwie frei hier, den habe ich so noch nicht live gesehen. Meiner ist halt in so einer Kiste und da war halt ein Deckel drauf. Und wenn du den abgemacht hast, Alter, da ist ja die Nase weggesprungen, ne? Also die hat sich dann nach innen verabschiedet. Weil du so gestunken hast, hätte ich beinahe gesagt, sondern weil das so gemüffelt hat, kann ich dir nur sagen. So, ich muss mal gucken, ob ich noch ein Bild. Aber komm, da fehlen nämlich noch Bilder, aber ich klicke mal eben durch. Hier, da, oh, hier, Hardcore. Das ist dann für die Leute, die im Lotto gewonnen haben. Ich hoffe, ich heute Abend übrigens auch. Oder ob ich noch bis Samstag arbeiten muss. Wir werden sehen. Das ist der Notablauf am Rollermat. Bei mir ist der in der Kammer. Der RFP ist das egal. Okay, was ist eigentlich RFP? RFP. Rückförderpumpe meint er wahrscheinlich. Rückförderpumpe.
oder sie, er. Ja, Rückförderpumpe wird sein. Ja, RFP-Rückförderpumpe. Der Notablauf, ja, normal schon. Der Notablauf an sich läuft ja, also es kommt nur aufs System an. Bei manchen läuft der immer so ein bisschen mit, damit es geräuschlos ist. Bei anderen ist der völlig tot, nur wenn wirklich Notfall ist. Ja, wir haben es halt immer in die Mittelkammer gepackt. Die Rollen sind halt nicht günstig. Ich habe mir eine große Fließrolle geholt und schneide das Fließ selber. Okay. Ja, ich glaube, so ein Dreier-Package, was hat das gekostet? 65 €, also drei solche Rollen. Dann kommt es natürlich darauf an, wie so eine Rolle dann durchhaut, ne? So, und das hier, lieber Lumi, das ist alles größer als eure Aquarien auf jeden Fall. Der Mobbing Wert ist Alarm. 10-mal so hoch. Mobbing Alarm. Also, das muss ich euch so vorstellen. Hier ist das Aquarium. Da seht ihr dann die Korallen und die Fische. Und das ist die Technik dafür. Das ist ein Technik-Aquarium. Bist du jetzt drauf reingefallen? Nein. Überlegt noch, ne? Aber sieht doch aus hier, ne? Guck mal, ist doch ein kleines Aquarium und hier ist die Technik dran. Nachfüllbehälter, würde ich mal sagen. Ja, hätte ich jetzt auch so gesagt. Leider ist das Bild nicht. Kriegen wir das größer? Ich glaube Kriegen wir, nicht. warte, ich helfe dir. Mach mal fett das Ding. Machen wir fett das Genau, mach mal Ding. den Pfeil weg. Machen wir mal den Pfeil weg. Jetzt machen wir hier mal hier den hier weg. Und ach du Schande, ist das Nee, Hesel, klein. also ich würde eher sagen gleichwertig. Weil so ein Technikbecken, da bist du mit 2.500 dabei. Wenn das neu ist. Ja, musst du groß hin. Das ist eine So jetzt. Dreambox, ne? Links Nachfülltank, genau. Ganz links, links halt hier die Starterkonsole, damit die ganzen Sachen auch abheben können irgendwann. Ich glaube, es ist ein Fischkarussell. Ja, man sieht halt Vergnügungspark. Abschäumer, dann hat er dann, also hier, warte mal, da kommen wir gleich zu. Hier, das sieht aus wie ein Reaktor. Zumindest so, dem, was ich sehen kann. Hier scheint ein Rollamar zu sein. Erik 0815 und in der FB-Mark. Lass Aha. mal los, bitte. Ich will mal die Maus haben. Ja. Danke. Habe ich sie dir geklaut? Nee, alles gut. Der Erik ist das. Ah, das ist Beat von nebenan. Einen lustigen Namen hast du da. Royal Exklusiv, genau. Also das hier scheint Rollamar zu sein. Ich habe mich mit dem noch nie befasst. Also hier seht ihr halt ein Technikbecken, was richtig ausgeklüngelt ist. Auch ein paar Euro kostet. Es werden auch Kunststoffe verwendet, die halt über ein paar Jahre nichts abgeben und solche Sachen, ne? Es kommt ja immer darauf an, was man für Bleibt Kunststoff das benutzt. offen? Ist das ein Showbecken mit? Das kann ich nicht sagen, das muss Patrick schreiben, aber ich denke eher, dass das verkleidet wird noch. Das sieht auch aus Okay. wie ein Aluminiumgestell, ne? In weiß. Lackiert, dann rechts Platten drauf. Also links, besser gesagt, kann man es sehen. Das linke links natürlich. Ja, das ist schon für gut Betuchte und wenn man Bock hat, sich sowas zu leisten, klar, warum nicht? Mir selber wäre es ganz schön heftig, aber wie gesagt, wer Spaß dran hat. Steingestell. Stahlgestell, ah ja, okay. Tom sagt, völlig überteuert, die Dreamboxen, die haben doch kaum Mehrwert im Vergleich zu einem normalen Becken. Ja gut, da müsste man den Hersteller einfach fragen, ne, dass er dann sagt, hier das und das ist halt anders. Und ich weiß halt, Claude hat mal erwähnt, also auch gerade bei Abschäumern jetzt von Royal Exklusiv, dass da halt auch Kunststoffe verwendet werden. Hallo Mervin, Tag. Dass da Kunststoffe verwendet werden, die halt auch jahrelang halt auch noch das tun, was sie sollen, nämlich halten und nicht kaputt gehen durch das ganze Salz und so. Und ich kann mir schon vorstellen, das Becken kostet inklusive der Box 6.500 €, ja. Hi Mervin. Ja, klar, ne? Es ist schon Deluxe und muss man sehen. Also als Einsteiger würde ich es jetzt nicht unbedingt machen, außer man befasst sich damit, weil das Ding musst du auch ein bisschen studieren von der Laufrichtung. Was ich jetzt leider nicht sehe, ist, nicht so erkennen kann, was da hinten noch zu sehen ist. Auf jeden Fall da Rollamar, Rückförderpumpe, das kleine Ding da unten. Das Da da? ist. Ist das die Rückförderpumpe, Jungs? Hier? Das ist wahrscheinlich Strömung, damit sich Süß, da unten ne? nichts Ja, absetzt, oder? nee, es geht hier bam, bum, bum, bam. Und nach oben Ach dann so, ja. volle Kanne, ne? Hier, wie gesagt, hat die ganzen Schalttafeln, das heißt, die ganzen Techniksachen werden hier irgendwo verbaut und dann hast du halt hier alles nummeriert. Und da, was weiß ich, Technik, Förderpumpe, Abschäumer, blubber, blubber, blubber. So kannst du dann halt schön überschaubar alles sehen, ne? Wenn irgendwie was Notfall ist, dann kannst du halt immer gleich die richtige Pumpe und so abschalten. Das ist schon cool durchdacht, ne?
Das ist schon nicht schlecht, aber man muss halt sagen, ja, muss ich mir leisten können. Und wer dem man will, das mal warten oder muss es mal warten, Nö, ne? nö, das glaube ich jetzt nicht. Also ich denke mal, dass man hier so abschäumen und so kannst du einfach rausheben dann, ne? Also ich denke mal auch, dass die hier das Technikbett oder den Schrank hoch genug gemacht haben, dass man hier überall drankommt und nicht wie ein Hobbit, wie wir es eben schon hatten, da von wegen sich die jetzt mal die Birne stößt oder so, ne? Ja, also das ist das Teil hier, Lumi. So, das hier, diese Kiste, ne? Die wird unten eingesetzt. Hier, kannst du sehen. Ja. Da hast du hier auch nochmal, das weiß ich jetzt leider nicht, was es ist, muss ich nochmal fragen. Aber es ist schon, wenn man mal sieht, auf kleinem Raum, ne, wie viel da so verpackt ist, ne? Und ich nehme Ja. an, auch geräuschlos, oder, Möwin? Ich muss mal eben gucken, ob ich noch ein Foto dahinter habe oder ob das alle waren. Ah ja, hier. Ah ja, da. Da sieht man das Der nochmal Deckel, vorm ja. Einbau, so wie das aussieht. Decke abgedeckt, auch eine coole Sache. Guck mal, richtig zugeschnitten, ne? Das macht nämlich auch was aus. Hier, guck. Hoodie Ja. auf Zuschnitt, sodass hier nur der Kopf rausguckt. Hier hast du den Luftanzug. Und hier sehen wir die Rolle. Ja. Ne? Und hier hast du natürlich wenig Verdunstung dann, ne? Hier Ja. unten. Weil Technikbecken verdunstet ganz schön. Aber wie gesagt, das ist wirklich was für die hohe Klasse. Und Mervin hat das wahrscheinlich auch, weil er jemanden hat, der ihm hilft. Also Patrick hilft ihm ja, weil ich denke, so für einen Anfänger ist das schon eine Nummer, ne? Braucht man das alles? Ja, warum nicht? Also es ist ein automatisiert und du hast halt ein, wie soll ich sagen, durchdachtes Technikbecken, was halt das macht, was es soll. Feinfilterzeugs, alles drin, biologische Komponenten sieht man ja, ne? Also wir arbeiten hier nicht mit Biomassen. Es wird also alles mechanisch abgefiltert, der Abschäumer zieht halt raus und die Biologie findet halt oben im Aquarium statt, ne? Das ist halt so. Aber ich denke auch, also wenn jemand so Starter ist, würde ich das halt jetzt nicht unbedingt den alleine drauf loslassen. Das könnte in die Hose gehen. Also Lumi, ich würde dich da nicht alleine lassen. Auch die Hazel Eyes nicht, weil das muss man schon betreuen dann am Anfang. Also gerade wenn du jetzt jemanden hast, der da anfängt. Ich So, das denke, für einen Teil. Anfänger ist das Wichtigste Filterwatte, Abschäumer. Ja, also es gibt ja noch andere Oder? Möglichkeiten, wie man abfiltern kann, aber wir nutzen halt oft die Filterwatte, weil es halt altbewährt ist, ne? Von daher ist das so eine Sache. Also jetzt habt ihr mal so ein bisschen was gesehen an Technik-Aquarien, etwas einfacher, selbst geklebt. Danke nochmal für die Fotos auf jeden Fall, dass wir die benutzen durften. Was du hier jetzt siehst, was kann das denn sein? Der Chat weiß es bestimmt einen Teil, aber haltet mal die Klappe. Ich will mal Lumi wissen. Ja, das ist hier so Moosgelumpe, ne? Sieht so zumindest so aus. Irgendwie Moosgelumpe. von Oma Erna aus dem Garten, vom Nachbarin, unterm Baum weggekratzt. Ah, zu geil. Ja, Claude, Filtermoos. man sollte dazu sagen, dass das kein Garant für Erfolg ist. Ist es nie. Egal wie durchgestylt irgendwelche Technikdinger sind und so. Ist Es auch bei allen Sachen so im Leben. ja. Also Technik ist alles immer schön und gut, aber egal was man macht, kann man auf alles übertragen, passt das nicht. Ja, Das. genau, Roll rein. Krass. Das. Oh Mann, es geht Nee. schon wieder los hier. Oder sind das so Algen? Genau, das sind diese Drahtalgen. Auch kein Garant, dass alles funktioniert. Mit Augenzwinkern. Klingelt. Ja, nein, natürlich nicht. Es gibt keine Garantien. Wenn man zu dämlich ist, sowas zu machen oder wie auch immer, es spielen natürlich andere Faktoren. Meistens die vor dem Aquarium stehen, spielen eine große Rolle, wie was funktioniert. Wenn ihr hier im Hintergrund guckt, das hier hinten, das ist ein Technikbecken-Vollkatastrophe, ja. Das ist ein Aquarium, 1000 Liter, das habe ich vor 2,5 Jahren übernommen in der Pflege, weil es eine Vollkatastrophe war, das Ding. Und ich habe es jetzt, das ist das Aquarium mit dem Kinosessel. Kannst du dich daran erinnern, was ich gepostet hatte? Ja. Da haben sie jetzt ja so Kinosessel vorgebaut, das ist ein reines Weichkorallenbecken und sowas. Und wir haben halt tatsächlich dieses Petze-Algenrefugium von Skims dort eingebaut gehabt. Und hier seht ihr eine Drahtalge, so nennt man die. Wie heißt sie? Klo, puh, muss ich jetzt selber mal gucken. Ich habe wieder Gedächtnisschwund heute. Ist auf jeden Fall die Drahtalge. Viele von euch kennen die. Und den nimmt man oder sollte man einfach nehmen, um Nitrat und Phosphate und sowas zu entfernen. Also die Algen wachsen halt, entziehen dem diese Nährstoffe. Und ja, Garant ist es auch nicht. Aber Wo es ist gab der Haken? tatsächlich kleine Technikbecken, wo wir tatsächlich Nitrat, alles Mögliche rausgefiltert haben über die. Ich will mal eben gucken, ich muss leider schon wieder weiter, aber wollte zumindest kurz Hallo sagen. Danke mir, wenn du dabei warst.
Karl Lerper, hast du nicht gesehen? Ich habe ein Problem mit Nährstoffmangel. Mein selbstgebauter Eigenreaktor steht im Schrank. Danke. Chaetomorpha heißt so richtig. Genau, also das heißt, früher hat man ja auch Algenrefugien, ich weiß nicht, war es in den 80ern, 90ern, hatte man halt Algenrefugien, dass da sämtliche Caulerpa, ich glaube 90er war es erst, 2000er glaube ich auch nochmal, gab es richtig Aquarien mit reinen Algen und sowas drin, die halt die Nährstoffe rausziehen sollten, ne? Und ja, da hat man halt so ein Teil, ich habe das hier mal, aus, also nicht ausgepackt, aber ich zeige es euch mal, ich mache mal eben wieder, Moment, wo haben wir es? Skype-Telefon, ich muss wieder gucken. Wo hier die richtige, da, zack. So, da haben wir den hier. Den muss ich auch mal so. Kann man das sehen? Da. Big Buddy. Ja, da gibt es ja zig verschiedene. Das ist der, den wir halt hatten. Das ist jetzt mein letztes Gerät. Und ich will mal eben gucken, ob ich irgendwo Bilder habe, wo man das erkennen kann. Nee, ich wollte den jetzt nicht auspacken, weil das so eine Klamotte ist hier. Ich versuche es mal so zu zeigen. Also, ihr habt hier halt, also diese Röhre. Komplett schwarz eigentlich. Dann haben wir hier eine LED-Leuchte drin. Dann haben wir hier diese Kammern, also diese Balkone nenne ich es mal. Und dann waren richtig Pflanzennadeln und sowas tatsächlich dabei. Dann hast du halt so ein bisschen Drahtalge genommen von dem, was du gerade auf dem Foto gesehen hast. Hast sie hier drauf drapiert, hast sie mit diesen kleinen Pflanzennadeln da festgemacht. Dann hast du das Ding zugemacht. Gesagt, der ist halt schwarz, damit kein Fremdlicht einwirkt. Und dann hast du oben so ein Sichtfenster und dann hast du den immer spiegelverkehrt an. Also sprich, wenn jetzt dein Aquarium nachts aus ist, dann läuft der nachts. So, dann fangen die halt an, Photosynthese, blubber blubber, und arbeiten nachts und dann, wenn am Tag Licht aus war, Quatsch, an ist, geht schon wieder los. Wenn also am Tag Licht an ist, dann war der hier aus. Ja, also ganz normal, wie im Süßwasser auch, Sauerstoff, Kohlendioxid etc. So, und wenn das Zeug dann gewachsen ist, hast du halt Nährstoffe mit verbraucht und so, ja. Aber es war auch nicht immer, ging nicht immer. Bei dem großen Aquarium haben wir es nicht wirklich gemerkt, haben wir festgestellt. Also, da steht drauf bis 1000 Liter, das Becken hatte 1000 Liter. Nee, also den musst du halt für größere oder kleinere Aquarien einfach nehmen, ne? Ist das vergleichbar mit dem aktuellen Mangroventrend? Ja, also Mangroven ziehen halt auch Nährstoffe aus dem Wasser. Deswegen gibt es ja jetzt diese Boxen. Also die gab es ja schon vor ein paar Jahren mal, so eine Box halt. Da hast du die Mangroven reingepackt, dann halt ins Aquarium eingebaut und dann wachsen die halt, die bilden richtig Wurzeln, weil die können ja, Salzwasser haben die gar kein Problem damit. Und da können sie sich hinter verstecken. Ja, wird immer alles wieder erfunden, auf jeden Fall. Genau, das wird immer wieder erfunden. Diese Mangrovenboxen, die gab es halt auch schon, wird auch immer wieder neu erfunden. Man, der ist schon so lange bei mir, dass ich hier Ernie und Bert vollgestaubt habe. Auf jeden Fall. Ja, muss man checken. Ne? Also ich würde dann eher, wenn man so einen Filter hat, was wir vorhin hatten, die Bong nehmen, wo du halt, das ist natürlich bei dir schwierig. Also wo es gibt auch für die Nano-Aquarien, gibt es welche, die kannst du anhängen zum Beispiel, wie so ein Rucksack. Aber dann hast du irgendwann in deinem Nano-Aquarium nur noch Bongs und sonstige Gegenstände und man sieht das Aquarium dann nicht mehr. Ne? Und das ist halt auch so eine Art Filterung. Und das war am Anfang gefragt worden, von wegen, ist es immer besser, wenn man hier so Absorber, wie das hier zum Beispiel, also ne, das Foss, ich muss immer dahin halten. Ich gucke immer auf den Bildschirm und halte das dann immer dahin. Sowas kannst du da reinmachen. Dann kannst du Filterkohle reinmachen. Ach, was weiß ich, alles Mögliche. Also, und der Vorteil ist hier natürlich, dass du einen Zwangsdurchlauf hast und du kannst halt hier mit so einer Pumpe dann immer die Strömung regulieren. Also wie viel Wasser soll da durchgehen? Weil es gibt halt Produkte, wo du, sag ich jetzt mal, 200 Liter Wasser nur durchlaufen lassen darfst. Beim anderen darfst du ein bisschen mehr durchlaufen lassen und du kannst sie halt multifunktionell bestücken, die Teile. Wir hatten früher auch einen anderen. Ich habe mich jetzt für den entschieden, weil der von der Arbeits- oder von der Weise des Benutzens ziemlich einfach ist. Also ich hatte so einen, da hat sich fünf verschiedene Schrauben, da hast du ja bald die Finger gebrochen, ja, dann wurde das echt schwierig, die immer aufzuschrauben. Dann haben diese Dinger so eine Art Unterdruck gebildet, dann habe ich die Deckel nicht mehr abgekriegt, habe bald eine Macke gekriegt, ja. So, und hier hast du gesehen, habe ich jetzt nur eine so eine Schraube abgemacht und dann kommst du hier schon, so muss ich zeigen, kommst du schon dran, ne? Und hier unten hast du auch noch eine Schraube und dann kannst du auch das ganze Teil dann rausnehmen. Also eigentlich total simpel und dann hast du hier unten halt die Pumpe dran und dann läuft das Wasser hier unten durch und dann drückt der von unten nach oben. So hast du denn hier deine Biomasse
Der muss zwangslaufen, weil wenn es aufsteigt, hast du ja einen Zwangsdurchlauf, ne? Weil das wird ja immer vollgehauen und dann läuft das halt durch diese Löcher, läuft das dann hier an der runter und dann, ja. Und die nehme ich jetzt mittlerweile hier bei uns in den Fischanlagen. Da haue ich halt Phosphatadsorber rein, dann Filterkohle, also manchmal mache ich auch so einen Mix halt. Muss man natürlich immer gut gucken, weil manche Filterkohle kannst du ja 4 Wochen drin lassen. Bei Absorbern kann es ja passieren, dass du nur, was weiß ich, gerade am Anfang, ne, haben wir oft das Problem, wenn die Leute kommen mit hohen Phosphatwerten, dann fragen die mich immer, wie lange darf ich denn das da drin lassen? So, und da die Phosphatabsorber aber so gut sind, kann es manchmal schon passieren, dass du schon nach 3 Tagen das erste Mal was austauschen musst in so einem Filter. Ist bei euch auch so. Also je besser dieser Zwangsdurchlauf ist, auch in den Nanobecken mit diesen Rucksackfiltern, so nennen wir es jetzt mal hinten, da hast du oft einen guten Zwangsdurchlauf und dann musst du halt echt darauf achten, dass du die Filtermassen am Anfang, wenn du hohe Phosphatwerte hast oder andere Werte, etwas öfters austauscht, als eigentlich draufsteht. Das siehst du ja, wenn du dann testest und so, Koffer des Grauens kommt ja auch noch irgendwann das Thema, da wird das nochmal aufgegriffen. Aber ich rate euch immer, sowas halt zu nehmen. Also immer irgendwie einen Zwangsdurchlauf. Der Chat schreibt, wie doof, ne? Krass. Alles gut, ich verfolge das, wenn was Wichtiges ist, dann. Okay. Also von daher sind solche Filtersysteme, also zusätzlich, die packt man halt immer in ein Technikbecken unten rein. Wie gesagt, es gibt auch Firmen, die bieten sowas an für Nano-Aquarien, wo du es halt außen anhängen kannst oder so. Je nachdem. Aber bis jetzt haben wir ja bei euch, bei dem Dupla oder Skims besser gesagt, hatten wir ja noch keine Probleme. Ne? Wenn Adsorber reingepackt wurde, dann wurde das eigentlich auch ganz gut abgefiltert. Ne? Das ging nicht schlecht, das Ganze. Was schreibt denn der Chat so? Ich habe immer, auch die haben gesagt, dass Mangroven zu wenig Nährstoffe ziehen. Ah ja. Wer Und sagt also, das? dass es nicht so vergleichbar ist. Beat von nebenan. Und ich meine, in dem Zug hat auch Fauna das bestätigt, dass Mangroven nicht vergleichbar sind mit den Drahtalgen. Okay. Ich habe Mangroven noch nie benutzt. Ich habe das immer über Tunzo damals gesehen. Die haben ja so eine Mangrovenbox gehabt. Habt ihr aber nie bestellt irgendwie, ne? Ich weiß nur, dass die Mangroven richtig cool aussehen. Als ich bei Claude mal zu Besuch war, der hatte da, glaube ich, Mangroven in der Anlage, wenn ich mich dran erinnere. Das waren halt richtig solche fetten Bäume, ne? Ist schon geil irgendwie, wenn du ein Meerwasserbecken hast und dann hast du da eine Pflanze drauf, passt irgendwie nicht, ne? Dann denkst du, hä, wieso hat doch Meerwasser? Wie geht denn das? Wieso hat denn da Pflanzen drin? Naja, Ist das ist ja in der Süßwasser? Natur auch so, ne? Ja, genau. Wie ich in Vietnam war 2013, da sind wir durch die Mangrovenwälder gefahren und das ist Wahnsinn, was da abgeht, ne? Wenn die groß sind, genau. Wollte gerade sagen, wenn die nämlich groß sind, dann. Wir haben da nämlich Wasserproben entnommen, also gerade in den Mangrovenfeldern. Das war 1A Wasser da, ne, von den Werten. Was ist besser, Medienfilter mit Extrapumpe oder am Bypass? Also am Bypass, meiner Meinung nach, ist es so, du musst halt wissen, wie viel Wasser du denn da durchschickst, ne? Scrollst du? Ja, ich versuche gerade mal. Also bei Bypass, es gab mal eine Firma, die hat so ein. Tatsächlich so ein Durchflussmengenrechnungsgerät oder wie auch immer man das nennt, verkauft. Hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Ich glaube, das war damals, wie hießen sie? Aquarium hier, Maxpect. Wenn du Bypass machst, du musst halt immer ungefähr wissen, wie viel Wasser du da durchschickst. Ne? Apropos, kann man was zu dem Batana-Reagenzen sagen? Es gibt schon ein wenig, um noch dran zu kommen. Ist zwar nicht zum Thema. Aber ich weiß noch nichts Neues. Ich weiß nur, dass wir alle Hanna-Produkte rausgenommen haben aus dem Shop, wir nur noch im Laden verkaufen. Und ich von Hanna selber noch nichts bekommen habe, nur über den Großhandel. Aber sieht nicht so gut aus. Wir haben zum Beispiel auch andere Testeinheiten vorrätig, aber nur im Verkauf im Laden. Also ihr merkt das merken verstärkt bei Calcium-Magnesium-Tests jetzt auch, kommt jetzt auch. Die habe ich tatsächlich rausgenommen. Und bei Hanna ist auf jeden Fall Fakt, dass für den Phosphattest, den es dort gibt, wir keine Nachfüller mehr verkaufen dürfen. Wir haben die auch alle rausgenommen. Also ganz abwegig ist ja das Thema jetzt gerade nicht, weil testen ist ja sowieso immer wichtig und gerade in dem Bezug jetzt auf Filtermedien, was du gerade angesprochen hattest mit Phos-004 oder auch ich sehe da, gut, das kann man nicht testen, aber gerade Phos-004 ist ja auch ein gutes Merkmal zu sehen, ist mein Filtermedium erschöpft oder nicht, eben der Test, wenn ich merke, dass mein Wert zum Beispiel wieder ansteigt, oder? Ja klar, du musst halt gucken, dass du es überwachst, ne? Und da ist halt natürlich Genau. das der Koffer des Grauens oder das Ei des Grauens, wie auch immer man das jetzt nennt, das Problem. Ja, Apotheken. Naja,
Also ich habe mich jetzt noch nicht mit befasst, aber ich müsste erstmal überlegen, welche Apotheke gehe, was ich dem überhaupt sagen soll. Was brauche ich denn da eigentlich? Also müsste ich mir erstmal so ein Pulverchen angucken, weil keine Ahnung, was man da braucht. Ja. Die meisten Medien brauchen 200 Liter Durchfluss, genau. Ja. Richtig. Und klar, man kann dann Bypass machen, aber muss halt auch gucken, dass die Wassermenge dann durchläuft, ne? Und was ich auch mal für wichtig halte, ist, achte darauf, dass diese Filtermedien an sich nicht verdrecken. Deswegen ist es gut, dass man, oder deswegen ist es so wichtig, dass man eine gute Vorfilterung hat einfach. Damit natürlich auch die Produkte, die wir nehmen, um bestimmtes zu senken. Achso, da will ich nochmal was holen eben. Da fällt mir nämlich gerade noch was ein. Powerfilter. Kennst du einen Powerfilter? Nö, was ist das? Ja, ist auch so ein neu erfundenes Wort. Powerfilter. Powerfilter. Powerfilter, Pa Power. Powerforce, Kennst du noch Snap? Ultraforce. I've got the power. Ja, kenne ich. Also, Powerfilter. So wurde es neu erfunden. Richie muss sich wieder ausklinken. Die Kids ins Bett. Ich danke dir fürs Zuschauen, lieber Richie. Spaß beim Kids Kinderzählen. ins Bett bringen, genau. Powerfilter. Wird bei manchen Systemen tatsächlich benutzt. Ich will es nur mal zeigen. Ich bin gespannt. Ich mache dich mal ein bisschen groß, dann kann man dich hier wieder schön sehen. Jo. Zack, da ist er. Ich freue mich übrigens, dass der Chat heute wieder so aktiv ist. Das ist toll. Macht Zeolith im Fließbettfilter mit Kohle Sinn? Faunomarin. Oder dann lieber gleich lassen. Aha, bin ich mal gespannt. Die gab es schon in den 70ern. Ja, das war damals ein Hightech-Highlight. Ja, alles war Highlight. Wir waren in der Steinzeit, Alter. Damals hieß das aber wahrscheinlich noch nicht Powerfilter. Nee, Otto-Pumpe hat man früher gesagt. Ja, Otto, warum eigentlich Otto? Otto, hieß der so? Ich glaube, der Typ, der die gebaut hat, hieß so oder so. Ich weiß nicht, das weiß Claude bestimmt auch. DSR. Ich bin jetzt raus, also ich kriege jetzt nicht mehr mit, was ihr da euch gerade unterhaltet. Deswegen lese ich jetzt nur noch Grütze oder Puzzle. Kennt denn noch jemand die Polyfilter? Polyfilter. Ich nicht. So, und was hast du jetzt da mit deinem Powerfilter gerade? Ja, das ist ein Powerfilter. Früher nannte man die Otto-Pumpen. Das sind Schnellfilter. Hier hast du eine. Der zieht unten rein, das Genau, hier ist. hast du eine Patrone. Der Ja. zieht hier rein und dann kommt es da wieder raus. Das Also waren wie im damals die Süßwasser oder Strömungspumpen. wie? Ja, genau. Ja, im Das waren damals Süßwasser die ist das noch Strömungspumpen. gang und gäbe oder nicht? Also, Nee. oder Also, viel verbreitet, sagen wir du es so, meinst also einen nicht. Innenfilter, ne? Ja, Bei dem hier genau. ist aber so, der hat halt unwahrscheinlich viel Leistung hier oben. Das ist eine Okay. 1000-Liter-Pumpe oder sowas. Für Süßwasser ist das schon mächtig, ne? 1000 Liter. Sieht aus wie so Oder ein dann hast du halt, genau, Feuerlöscher. ich zeig dir das mal, ich habe hier so eine Ersatzpatrone. Das nimmt man zum Beispiel, wenn du Flüssigadsorber nimmst hier, also Phosphatadsorber, ne, was wir so als Thema hatten. Ja. Diese Lantanengrütze. Und dann hat man hier halt Filterwatte reingemacht in dieses Ja. Teil. Und dann wurde das ausgefällte Phosphat mit der Filterwatte rausgezogen. Das wird dann ganz braun. Und da nimmt Ja. man, das nennen manche heute Powerfilter bei bestimmten Systemen. Genau, es wurde eben schon geschrieben. Dann haben die das da drin hängen. Also da muss ich dann immer grinsen, wenn ich dann höre Powerfilter. Wenn du hier einfach so eine Kackpatrone hast mit einem Kackfilterwatte und einer, ja, das ist ein Schnellfilter, sagt man eigentlich dazu und nicht Powerfilter. Der zieht dir halt möglichst schnell freischwebende Partikel durch, aber du musst dann auch ständig wechseln. Also so eine Filterwatte, wenn hier Zwangsdurchlauf ist, die hält dann 3 Tage, dann musst du das rausnehmen. Ja. Ne? Macht heute kaum noch einer. Ich habe sie hier tatsächlich drin, um manchmal in den Aquarien, dann verlängere ich die. Und dann mache ich hier Ja. Phosphatadsorber rein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Ja. nicht so ein Teil reinmache wie hier, ne, unsere Bong, hier, ne, Ja. dann hänge ich halt diese Schnellfilter rein. Natürlich einen kleineren Kopf, wie Ja. Claude schon gesagt hat, 200 Liter. Das machen die nämlich hier. Also das ist kein Tausender, das ist ein 200er. Was hat er? Genau. 280 Liter hat der hier, der kleine Kopf. So, und dann verlängere ich das, dann mache ich hier meine Adsorber rein und lasse das dann einfach durchlaufen. Ne, also da, ich habe ja hier Anlagen, da ist unten noch ein Aquarium drin hin und her und dann baue ich das Teil einfach ein und ziehe dann so den Phosphat mit runter. Ne? Ist Und das auch was für den Notfallkoffer, den wir ja nächste Woche besprechen? sowas könnte auch für Notfallkoffer sein, genau. Genau, sei Richtig. hier gesagt, nächste Woche gleiche Zeit, gleicher Ort. Hier auf Twitch, Basics der Meerwasseraquaristik, Thema Notfallkoffer mit einem Hammergast. Ja. Name ist mir entfallen. Matthias Kraus.
Ah, ja, genau, gut. Der stellt sein Aquarium vor und erzählt mit uns so ein bisschen, was er so als Notfallkoffer zu Hause hat und was er so erfahren hat über die Jahre. Ist ein Fauna-Marien betriebenes Aquarium, mega bunt und so. Ich habe schon die ersten Bilder bekommen. Ich fange morgen an mit den ersten Teasern und er ist schon ganz heiß drauf. Er besorgt sich schon Kameras, alles Mögliche. Also wir werden wohl ein Fest der Farben sehen und ich kann euch allen nur empfehlen, setzt euch zu Hause auf jeden Fall diese tolle Brille auf, damit ihr auch möglichst viel bunte Sachen seht. Er hat sich heute extra Filterfolie gekauft, damit ihr dann auch alles sehen könnt, wie es aussieht. Hast du Also es denn wird welche sehr. da zum Verkaufen aktuell Ich habe von den natürlich welche Brillen? da, habe ich immer da. Ja, sehr gut. Außer sie sind ausverkauft. Also alle in den Shop rein, hier Ja, nach und schnell bestellen. Wenn es alle ist, muss Brillen Claude schnell kaufen. nachschicken. Ja. Nee, also ja, genau, das ist nämlich das Thema. Matthias passt da sehr gut rein, weil der hat schon so ein paar Dinger von sich gegeben, aber das behalte ich alles noch für mich. Es wird auf jeden Fall ein sehr schöner Stream und er freut sich tierisch drauf und sagt es unbedingt weiter. Wie gesagt, Claude, ich werde es auch, wenn ich darf, in deiner Gruppe mal posten, weil ich denke, das wird ein außerordentlicher Stream und da rechne ich schon mit 100 Zuschauern. Wir sind heute schon um die 50 wieder. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr alle zuschaut. Anderthalb Stunden sind wir noch dabei. Gibt es noch irgendwas, was euch interessiert? Wir sind ja so an der Unterschied, Oberfläche. Powerforce, Ultraforce. Sowas möchtest du gerne wissen? Ja. Genau, das Thema hatten wir eben auch schon so ein Also es ist bisschen. jetzt ja spezielles Produkt von Fauna Marien. Gibt auch andere Hersteller, die sowas bestimmt machen, aber wir haben es jetzt ja hier gerade da. Du hast es ja so Ja, also hingepackt. genau, wir hatten ein bisschen drüber gesprochen halt, also auch für die Einsteiger wieder wichtig, auch das denn und wie sie alle so heißen. Wir haben hier halt einen Absorber, also man unterscheidet das so ein bisschen, was wir da nehmen. Ich mache das mal auf. Warte mal, ich versuche das mal eben zu zeigen. Ich hoffe, das sieht man. Hier, der ist auf Aluminiumbasis. Das ist einer, der auch unwahrscheinlich schnell Phosphate zieht, also schneller als die meisten Eisenbinder. Bei dem ist halt nur das Problem, den dürft ihr bitte nicht auf Dauer nehmen, ne? Also Aluminium gebunden, wirklich immer nur kurzzeitig, ein, zwei Tage Maximum. Die ziehen unwahrscheinlich viel Phosphat. Würde ich auch fast sagen, so für einen Notfall, wenn es echt hoch ist und man sollte es runterziehen, dann halt diese, kann man die auf Aluminiumbasis nehmen. Obwohl die bei mir gar nicht so viel gekauft werden. Also ist weniger geworden. Die meisten kaufen tatsächlich den hier auf Eisenbasis, der auch eine unwahrscheinlich gute Power hat. Damit zieht man ja auch ganz oft Stoffe raus, die bei einer ICP mal wieder zu hoch sind, ne? So Spurenmetalle und solche Sachen. Und da haben wir ja zwei unterschiedliche. Ich gebe meistens den mit, wenn der Phosphat halt ein bisschen, wenn der ein bisschen zu hoch ist, nehmen wir immer erst den. Und wenn wir dann in die Bereiche kommen, wo wir es halten wollen, nehmen wir dann die 004. Obwohl ihr hier auch aufpassen müsst, liebe Aquarianer, auch wenn hier 004 draufsteht, wenn ihr eine gute Biologie habt, kann das trotzdem auf 0 runterfahren, weil die Bakterien dann den Rest mal eben so zerschroten. Ja? Das hatten wir bei Hazel Eyes auch schon. Da war es dann auf einmal 0, weil die Bakterien das alles weggehauen haben. Ne? Genau, und Depotwerte und solche Sachen, das ist halt immer sehr wichtig. Das denn muss jetzt Phosphat nachdüngen, sonst geht es Richtung 0. Nitrat hält sich von alleine bei 8. Okay? Ja, also wie gesagt, Depots und so, das ist schon krass. Aber da kann ich ja ein Lied von singen, was Depots angeht. Ne? Ich sage ja nur Bactoball, das war ja auch so eine Nummer. Und da musste ich dann halt auch agieren und echt ziehen, ne? Ziehen, ziehen, ziehen. Ich habe es dann allerdings mit dem Phos gemacht hier, also nicht mit dem Aluminiumbasis, sondern mit dem habe ich dann gezogen und dann halt das eingesetzt. Das geht dann ganz gut. Und dann war das Thema bei mir so nach einer Woche ungefähr durch. Also ich habe, man muss darauf achten, dass man es nicht zu schnell zieht. Ne? Wenn du einen hohen Wert hast und fährst den gleich runter, unter 1 zum Beispiel oder so, dann musst du echt aufpassen. Ne? Sonst hast du da mal so ein paar Korallen, die einfach mal ihren Löffel abgeben. Ja, wir haben halt, wir haben momentan ja diese krassen Unterschiede. Wir haben entweder Nährstoffmangel irgendwie, ne? Dass die Leute so gar nichts haben. Und ich zu Hause zum Beispiel auch, ich muss ständig N reinkippen. Also weil das irgendwie nicht da ist. Phosphat ist bei mir, weiß nicht, 004, 005 ungefähr und N ist immer tot. Null. Also kann ich messen, wie ich will? Nix. So. Und dünge das tatsächlich nach, ne? Versuche dann halt immer dieses 1 zu 100 zu machen. Ja, zum krass. Ja, dann haben wir Filterkohle, die kennt ihr ja meistens, denke ich mal, ne? Also die meisten von euch. Wir haben sie im Dauerbetrieb drin. Ich weiß nicht, wie du das machst, Lumi. Hast du die auch im Dauerbetrieb? Ich habe die auch im Dauerbetrieb. Also ich habe die immer zusammen im Filtersäckchen mit Da gab's. dem Foss 004 und Belüftet, hätte ich beinahe gesagt. Wie heißt das Wort? Warte, ich muss gerade wieder überlegen. Ich rede ja heute eh wieder nur Müll.
Wie heißt es denn? Ganz wichtig, aktivieren die Kohle. Danke. Ja, mir Weil es ist ist gerade eingefallen, Aktivkohle. das Aktivieren, das war ja mal so ein Thema auch mit Claude, mit dem Aktivieren und so. Also, ich weiß, das hat einer mal hier in dieser Dose aktiviert. Das war auch witzig. Was hat die Dose natürlich gemacht? So sah die dann aus. Weil das ja dann abgeht wie so ein Zäpfchen. Ja, ich weiß nicht. Also, es steht halt drauf, du sollst sie halt 300 Gramm und so weiter. 200 Liter Durchfluss, da haben wir es wieder. Wie war, ne, das hat er hier überall so draufstehen, 200 Liter. 24 Stunden darin ruhen lassen. Also, die zischt ja erstmal richtig ab. Wie Sau. Hast du ja bestimmt auch schon gehabt, ne? Als wenn du eine Mineralwasserflasche aufmachst, dann brodelt der ganze Becher. Ich hau das bei mir halt immer in den Becher und lasse das dann halt so lange, bis es halt nicht mehr zischt. Ja, so mache ich das auch. Ich bin aber der Meinung, Claude, ist das so, musst du die wirklich 24 Stunden dann ruhen lassen oder sobald es aufgehört zu zischen hat, kann man die doch nehmen, oder? Mal sehen, was er dazu schreibt. Aber das schreiben mittlerweile viele auf die Verpackung. Ich weiß gar nicht, wir haben hier eine Kohle, die ist jetzt nicht so der Oberrenner. Die habe ich auch noch aus Altbeständen hier. Hier zum Beispiel. Das ist wieder so ein Fachthema dann für Claude, die Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Kohlen. Also die darfst zum Beispiel nur 2 Wochen drin lassen. Dann das Paket reicht für 200 Liter. Das hier reicht für 1000 Liter. Also das sind schon echte Unterschiede, ne? Aber das ist wieder was für die Hersteller, was die erklären müssten. Oder die Unterschiede tatsächlich liegen. Dann haben wir hier noch so Silikatabsorber. Also es gibt halt genug Produkte irgendwie, die du in diese ganzen Filterchen reinpacken kannst, ne? Ist Ja. schon abgefahren. Wobei, man muss immer aufpassen, jedes Mittel hat halt immer auch irgendwelche Nachteile. Ja. Ich sag mal, gut, Aktivkohle ist recht neutral, glaube ich, aber Ja, gerade diese sag. ganzen Chemiekeulen. So, warte mal. Skype, zack, machen wir es wieder gleich groß. Kohle wäre allein ein Thema, ja. Ja. Das sind dann so fachintensive, tiefgängige Themen. Da gibt es mit Sicherheit fette, fette Unterschiede. Da kann man schöne Experimente machen mit Cola, die man durch die Kohle kippt. Okay. Kennst du Jetzt das? kommt wieder der Nerd. Erzähl mal. Ja, kennst du das nicht? Du Nein. nimmst einen Filter, machst da Aktivkohle rein, schüttest Cola durch, dann ist sie unten farblos, weil die Aktivkohle den Farbstoff rausfiltert. Ach ja. War irgendwie 7., 8. Klasse Chemieunterricht, so ein klassisches Experiment mit Echt? Aktivkohle, ja. Kannst mal sehen, habe ich gepennt in der Schule oder so. Wer weiß. So, Chat. Geht noch was? Ja, weil also wir hatten jetzt physikalische Filterung mit Filterwatte oder mit hier Rollamat. Genau. Dann haben wir uns Filterbecken angeguckt heute. Jetzt gerade hatten wir noch mal so Produkte, die man einsetzen kann bei bestimmten Themen. Adsorber für sämtliche Dinge gibt es ja irgendwie wahrscheinlich irgendwie am Markt. Jetzt kommt das nächste. Kann Ey, man eine Teil was? meiner Cola durch Kohle? Lumi aktiviert die Kohle mit Cola. Also jetzt wird es bestimmt so ein Knobi-Cola-Lumi. Nee, Fauna hat nichts mit Meerwasser zu tun, aber Ja. zeigt halt, wie gesagt, die Funktion ganz gut. Sehr schön. Ja, aber Claude muss aufpassen, er nimmt das immer haargenau, ne? Ja, genau. Er kann nicht aus seiner Haut, der Das ist Liebe. einfach ein gutes Experiment. Das ist so, wie du vorhin gesagt hast, du machst Farbstoff ins Technikbecken, um zu gucken, wie das Wasser läuft. Warum? Wofür? Ergibt keinen Sinn. Warum Das macht haben man die tatsächlich Farbstoff hin? gemacht, um zu gucken, wie sowas filtert, ne? Ja. Ich habe ja früher mal bei Herrn Dr. Roth gearbeitet. Also der hat Bakterien hergestellt, gefriergetrocknet. Ja. Das fing an so Die mit Vogel Armen. Park, Walsrode und sowas. Und ich musste da, oder ich habe einen Job gesucht und war dann da im Außendienst. Und die haben tatsächlich auch solche Tests gemacht mit verschiedenen, ich muss in den Chat gucken, glaube ich, ne? Mit verschiedenen Filtermedien, um zu gucken, was da so passiert, ne? Und da wurde tatsächlich Farbe verwendet. Kohlefuji, Knoblauch. Für die Wodkaherstellung ist Aktivkohle essentiell, okay? Jetzt geht es auch schon an Alkohol. Zeigt sie auch, wenn sie durch den Filter pupst. Was? Ich wollte gerade fragen, wie es Claude geht, aber es scheint ihm ganz gut zu gehen. Die Krankheit wird weg. Durch die Filterpupst. Sehr geil.
Sehr schön. Von Wodka-Herstellung bis durch Kohle pupsen. Das Ja. ist geil. Das wäre natürlich auch was, ne? So eine Buchse mit Kohle hinten. Ja. Vielleicht riecht es dann nach Maiglöckchen oder so, wenn man die Kohle ein bisschen farblich, farblich, nicht farblich, wenn man die ein bisschen duftet. So. Oh Ja, Mann. und die letzte Komponente letztendlich ist ja, neben den Helferchen, die man so haben kann, ist ja dann die Biologie im Becken, die ja den größten Filter darstellt, ne? Genau. Die lebenden Steine. Und für diejenigen, die keine lebenden Steine haben, da muss man halt schauen, dass man da irgendwie unterstützen kann mit Bakteriefalls oder entsprechenden Salzen oder was auch immer da für Produkte gibt. Ja, da haben wir ja genug, was bakteriell so zugesetzt werden kann. Du kannst natürlich nachher durch die ganzen Korallen, die du kaufst und so weiter, siehst ja bei dir, in deinem Aquarium läuft ja auch immer besser. Ich weiß nicht, hast du die rote Ecke eigentlich weg oder ist sie immer noch? Sie ist zwischendurch weg. Jetzt durch meinen Stress ist sie wieder ein bisschen da gewesen. Heißt, du hast das Aquarium ein bisschen vernachlässigt dann wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Ich habe dann meinen Wasserwechsel nicht nach genau einer Woche gemacht, sondern 2 Tage später und dann kam es Okay, wieder. dann kam Ja. echt. Ja, Krass. das ist. Hast du schon mal wieder Also, ICP gemacht? nee, die muss ich noch machen. Also, Muss ist mal wieder wieder drüber gucken. Jetzt geplant. kannst du ja Ja, draufklicken. Direkt am Nautilus. ja. Kann ich Ja, gleich gucken. ja. Kann ich gleich. Gleich. Ich weiß schon vorher, was du kriegst. Ja, Ja, sehr gut. das ist gut. Das ist echt nicht schlecht. Hätte noch ein kurzes Thema. Wasserstand im Ablaufschacht. Das nervt mich persönlich. Muss alle 2 Tage nachregeln. Mache ich was falsch? Das kommt tatsächlich auf den Kugelhahn an. Und manchmal auch auf die, also es gibt mehrere Optionen. Die eine ist eine Förderpumpe, die ständig Stromschwankungen hat. Das hatten wir auch schon. Dann hast du immer solche Auf- und Abgänge. Dann falsch bestückt mit Filtermasse. Wenn das natürlich voll wird alles oder das merke ich bei mir zu Hause auch. Also wenn ich halt meine Filterwatte da ein bisschen drin habe und ich eier da mal wieder 1, 2 Tage zu viel, dann merke ich halt, dass der Wasserstand Richtung Abschäumer braucht die Pumpe irgendwie mehr Kraft. Also man merkt das dann, das plätschert dann so. Dann nimmst du die Watte halt raus, machst das sauber, dann passt der Durchfluss wieder. Das gibt verschiedene Sachen, das denn. Da müssten wir tatsächlich mal gucken, wie dein Aquarium konzipiert ist. Und dann kann ich dir vielleicht sagen, was du verändern solltest, damit das halt nicht mehr so auf und ab geht. Das ist bei den Systemen tatsächlich total verschieden. Und wir haben es zum Beispiel bei unserem gehabt, da war es auch manchmal am Schwanken, also je nachdem, was du für eine Pumpe benutzt hast. Und das lief nach der Zeit erst regelmäßig ein. Also ganz am Anfang, ne, Schwanken ohne Ende und dann irgendwie nach 4, 5, 6 Wochen, wenn sich so Bakterienfilme gebildet haben und auch so dieser biologische Fluss da drin ist, dann hat sich das eigentlich ganz gut eingepegelt. Und genau zu dem Thema hast du ja auch geschrieben gerade, Korallen und so sind ultra wichtig heutzutage, weil die uns jetzt halt die Biologie bringen, ne? Dadurch, dass wir halt immer weniger Ja. lebende Steine bekommen. Hab keinen Kugelhahn, sondern dieses Easy Drain System. Easy Drain System. Das ist das, wo man. Hast du Aquamedic, ne? Da hast du, glaube ich, so einen komischen Schacht mit so einem Drehteil oben. Und da haben aber ganz viele geflucht. Da hat sogar Robert Bauer geflucht damals. Der hatte das Amatus. Und das war auch Vollkatastrophe irgendwie. Kastreiner. Eine vernünftige Bürste für Bürste für den den Ablauf. Ablauf finde nichts. Wie meinst du das, Carsten? Was für eine Bürste? Wie was mit Ablauf? Rohre etc.? Wenn ich jetzt was sage, dann kriege ich garantiert wieder, werde ich wieder ausgelacht von Claude. Aber Carsten, vielleicht funktionieren diese Bürsten, die es für Heizungen gibt. Je Ich habe. nachdem, wie dick das Rohr ist, die sind ja recht lang, womit man diese Heizungslamellen sauber macht. Vielleicht gehen die, keine Ahnung. Wie gesagt, KH, verstehe ich nicht. Du? Ich bin raus. Nee, ich auch. Ich bin auch. Warte mal. KH. Kugelhahn. Ach so, Pumpe. Kugelhahn. Ah, Kugelhahn. Ja, alles klar. Ah ja, Verstanden. KH. Deswegen, ja, musst du erstmal raffen. Ja. Ablaufbürste. Ich habe tatsächlich so Flaschenbürsten, also so Drahtbürsten. Wenn du grinst, ne, weiß ich schon wieder, dass da irgendwas Komisches steht da unten. Die sind von 2 Seiten, habe ich damals von JBL. Die konntest du richtig so in diese Röhren runter und die sind irgendwie 2 Meter lang. Das Dumme ist nur, die rosten weg, die Dinger, weil es Spirale ist. Das ist schlecht. Ja, kannst schön, hast schön Eiseneintrag. Ja, Eisen. Kriegen wir ein bisschen Oder? Algen dann. Genau, also wie gesagt, dieses Easy Drain System war wirklich übel.
Also das weiß ich noch von Robert. Wie gesagt, das war irgendwie so ein Teil, wo du dann so einen Stab oder sowas hast, dann musst du da drehen und dann kriegen die das alle nicht eingestellt. War wohl nicht so der Hype. Deswegen haben wir damals halt diesen Kugelhahn gemacht. Das lief dann nachher auch einwandfrei. Ja, manchmal ist das Einfachere das Bessere, ne? Ja, aber gut, Kugelhähne, wenn die, also es gibt ja da verschiedene Qualitäten, aber wenn du da ein bisschen mehr Geld ausgibst, die machen halt einen guten Job, die Dinger, ne? Und die halten auch jahrelang. Das ist halt cool. Vor allem, wenn die dann zukalken oder so, dann verdrehen die sich auch nicht mehr. Ja, ich mache das manchmal, wenn ich halt merke, irgendwas passt nicht ganz. Also ich sehe es ja beim Ablaufschacht, dann öffne ich den mal komplett, bewege das hin und her und stelle den halt wieder neu ein, ne? Das muss man schon manchmal machen. Der Sylt sagt, er ist sehr zufrieden mit dem System. Ja. Kann sein. Wie gesagt, ich kenne das System selber so nicht. Es hatte damals schon einen Grund, warum ich das eigene entwickelt hatte, um halt diese Probleme, die man so mit den anderen Systemen hat, zu umgehen, ne? Das war ja die Idee, sonst hätte ich ja das Nauti Discover gar nicht ausgedacht und erfunden mit denen zusammen, ne? Hatte ja schon seinen Sinn. Genau, wie gesagt, Kugelhahn ab und zu mal komplett aufdrehen, dann wieder neu einstellen, dann passt das. Ja, wer hätte das gedacht, dass wir doch noch so viel zusammengekriegt haben, ne? Ja, Ich fand irre, das oder? Thema ja echt trocken, aber wir haben es noch so halbwegs gerettet, glaube ich. Ja, der Schlumpf ist wieder da. Es ist ein geiles Bild. Also die hier, die sind völlig drauf. Das ist so geil. Schade, dass sich das nicht noch so kringelt hier. Warte mal, warte mal, warte mal. So zum Abschluss, wir kommen ja gerade so ein bisschen. Ja, wir müssen es auf nächste Woche vorbereiten. Oh. Ja, mach mal. Komm, wir können doch mal ein bisschen jetzt so Spaß machen. Oh, rot ist Hardcore, ne? Oh, mach nochmal. Da war so ein Zwischending eben. Da. Ja, das so Feuerio. sieht das aus hier mit Filter drauf, ne? Habe über Lippen geschminkt. Aber die haben gar nicht so richtig schön reagiert am Anfang, ne? So eine Kacke. Ich habe mir ja ein bisschen Nee. mehr erhofft. Alter. Nee. Ich müsste mal wieder eine Peelingcreme nehmen, glaube ich. Dass es sowas gibt, dass du das auch mal rausziehst aus dem Hütchen hier. Diese Nummern, ne? Aber das ist Ja. am geilsten hier. Erde und Bert. Ernie und Bert, ne? Schön. Oh, hier, das ist auch gut. Sehr schick. Ja, Ach ja, spannend. wir haben es überstanden, aber es scheint nicht so langweilig gewesen zu sein. Wir haben doch noch im Schnitt über 40 Zuschauer. Vielen Dank, auf jeden Fall. Raiden wir heute wieder oder irgendwie habe ich keine Lust zu raiden? Hast du Lust zu raiden? Nö, ich Ne, irgendwie muss nicht nicht, ne? unbedingt. Nee, nee, Ne, ich nee. habe auch keine Lust zu Ich auch raiden. nicht. Ich habe auch nichts auf dem Kanal gesehen, wo Ich man auch sagt, da nicht. geht man mal hin. Ja. Ja, ich würde sagen, heute mal ein kürzerer Stream. Ich weiß nicht, vielleicht hätten wir auch mehr draus machen können, keine Ahnung, aber wir waren heute beide nicht so fit, ne? Ich hatte heute auch ein bisschen Problemchen hier mit meiner Luft im Laden. Ziemlich hardcore, wir haben eine sehr komische, schwüle, feucht, nasse Kackluft irgendwie. Ein bisschen Problemchen gehabt. Wir bereiten uns auf jeden Fall auf nächste Woche vor. Ich glaube, das wird ein Burner. Da, also hast du eigentlich so eine Brille? Ich nicht, nee. Also musst du dir schnell hier so ein paar Folien bestellen und die auf deine Brille kleben dann. Ja. War sehr schön. Wenn Fotos gebraucht werden, sag Bescheid. Ja, kommt auf den Discord, kann ich immer wieder sagen. Es ist zwar immer noch tote Hose auf diesem Discord, obwohl jetzt schon ein bisschen mehr geschrieben wird. Kommt auf den Discord, da können wir uns austauschen. Wenn ihr Fotos genau für Streams zur Verfügung stellen wollt, immer gerne. Wichtig ist nur, dass ihr uns erlaubt, dass wir das dürfen. Das ist immer sehr wichtig. Und ja, wir sehen uns nächsten Mittwoch. Thema Notfallkoffer. Der Matthias zu Gast. Ihr werdet ein schönes Aquarium sehen. Hoffe ich zumindest. Vielleicht ist es bis dahin auch geschrotet. Wer weiß das schon heutzutage? Ich würde sagen, wir verabschieden uns einfach. Ich danke allen für die ganzen Bits heute, für die Abos. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist eine Ehre, dass ihr das raushaut. Du hast keine Berechtigung, da zu schreiben. Ja, da guckt die Hazel Eyes noch mal rein, dann Sebastian. Müsst ihr einfach sagen. Becher 69 war auch dabei. Guten Tag. Danke für dein Lob. Das ist immer schön, wenn die Leute dann aus dem Hintergrund kommen. Da kommen noch mal Bits reingeflogen hier. Cheer 100. Hat er richtig gecheert oder kann ich es nicht erkennen? Auf jeden Fall Blaulichter, die sind auch Nee, abgefahren, ja. ne? Die Regeln bestätigen. Ja.
Ich habe das aber auch versucht, Hazel Eyes, irgendwas zu bestätigen. Du hast mich dann freigeschaltet, weil ich konnte irgendwie nichts bestätigen, weil ich nichts hatte, worauf ich drücken konnte. Ray, danke nochmal für 100 Bits, mein Lieber. Dankeschön. Vielen lieben Dank für euren Support. Ja, also merkt euch das, ne? Nächsten Mittwoch, ich will hier die 100 sehen auf dem Kanal. Ich muss Werbung machen. Und dann geht das. Mann, einfach die Regeln liken. Danke für deine Arbeit. Ja, danke für Lumis Arbeit vor allen Dingen. Ich habe gar nichts gemacht. Wir haben gesessen. Hey, danke auch an unsere Mod wieder. Genau. Patrick haut nochmal 50 raus. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Und vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle, Marc, dass du diese Streams machst, dass du diesen Job machst mit Nautilus Aquaristik. Ist ein sehr, sehr cooler Laden. Ja, Und wir arbeiten dran, ne? Ja, Freitag auch wenn übrigens. die Zeiten sicherlich vielleicht nicht ganz einfach sind, nach wie vor. Nee, im Moment ist echt schwierig, ja. Freitag, siehst du, da ist der nächste Stream. Da packen wir wieder Korallen aus und ja, gehen mal zappeln, auf jeden Fall. Wir sind gespannt. Goniopora Galaxy erwarten wir. Noch ein paar andere Sachen habe ich bestellt. Ich werde die Kamera halt einfach einschalten, wenn wir ein bisschen Unboxing machen. Das wird wieder vormittags stattfinden. Wer Lust hat, so ein bisschen quatschen und Korallen angucken, am Freitag wieder. Da kommt wieder ein bisschen was in die Anlage. Sehr schön. Ja, gut, dann macht's gut, lieber Chat. Danke fürs Zuschauen. Und Bierkapitän haut nochmal 40 raus. Dankeschön. Ich habe Nerven wie Drahtseile. Ja, das stimmt. Manchmal muss ich die auch haben. Chris, du wirst auch schon vermisst, du Urlauber. Wann kommst du eigentlich wieder? Ja, der ist im Urlaub einfach. Auf Rügen war Echt? der. Der war Wie? einfach auf Rügen. Einfach rüben? Weißt du, ich krieg dann aufs Handy immer Fressbilder, ne? Fressen, nur fressen. Dann kriege ich atemberaubende Fotos von einem Leuchtturm. So schön über Rügen fotografiert und so. Ah, mein Freund, der Chris. Rainer, danke für den Daumen. Ja, also, nächste Woche, 19:30 Uhr. Notfallkoffer. Sehr interessantes Thema. Dreiergespann. Es wird geil. Ich sag nochmal, warte, Schlumi. Es kommt immer was Neues. Ich will Tschüss sagen. Lumi, übernimm das jetzt. Ich sag jetzt Tschüss. Alles Tschüss. Und du klar. sagst jetzt auch Tschüss. Tschüss. Tschüss, vielen Dank für eure Bis ganzen demnächst. Bits, Abos. Schön, dass ihr alle da wart. Genau. Nächste Woche, gleiche Uhrzeit, gleicher Ort hier auf Twitch, Nautilus Aquaristik. Folgt alle Kanäle. Wir werden dieses Video auf jeden Fall auch auf YouTube veröffentlichen. Ja. Dauert irgendwann, kommt's. Auf Machst du jeden schon, Fall machst du Kanäle schon. folgen und dann passt das. Ciao. Wir sind raus. Ciao, bis dann. Tschüss.